Was geht ab? Was geht ab, YouTube? Wir sind bei der nächsten Reaction zu Rap La Rue Adrelis. Letztes Mal haben wir 30 Kandidaten gemacht, die ersten 30 Bewerber. Heute machen wir die nächsten 30 Bewerber. Erstmal, hör zu, das gehört noch nicht zu Rap La Rue, sondern wir checken nur ab, wer sich beworben hat. Wir gucken ein bisschen rein. Wir wollen jedem eine kleine Plattform geben, dass man gesehen und gehört wird, Bruder. Und natürlich habe ich mir dann den einzig wahren und echten Michael Jackson aus Bergheim geholt. Grammy Awards hat er gewonnen, Bruder. Er hat Hits geschrieben wie Mulaga, mein wunderschöner Bobby, der Powerade rückwärts trinkende Bauarbeiter. Dein Herz, Kuba. Was geht ab, Cousin? Alles gut, Bruder. Bei mir ist immer alles gut. Machen wir heute die paar Schnarchnasen. Was? Die Schnarchnasen, Cousin. Was denn? Wie? Die Schnarchnasen. Machen wir jetzt die paar Newcomer. Ja klar, ja? Come on. Meinst du hast auch ein, zwei Tipps für die? Jan, hier ja, so? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Turnierleben hast du ja mitbekommen durch Icon, dies, ja, das. Ja, ja. Meinst du könntest, was sind deine, nenn mir zwei oder drei Eigenschaften von einem perfekten Newcomer, Bruder? Bruder, was muss er haben? Erste Eigenschaft, die wichtigste, die kommt sogar vor Musik, die kommt sogar vor Flow, Takt, Texte schreiben, eigen sein. Baba? Meiner Meinung nach. Nice, cool. Eigensein Nummer 1, Platz Nummer, ist Platz Nummer 1 Priorität. 2 ist dann nur noch, mach keine scheiß Musik einfach, mach einfach gute Musik, ne? Und geh ein bisschen mit der Zeit, ob das Trap ist aus Amerika oder holländisch oder französisches Style. Oder vielleicht kannst du auch was ganz Neues erschaffen, kann auch sein, was ich bis jetzt noch nie gesehen habe in Deutschland, dass jemand was ganz Neues erschaffen hat. Wir gehen rein, Adrelis, wir checken Erikos aus Berlin ab. Na komm schon, Anton von Pokémon. Boah, ist der wild, Wulla, der hat einfach eine Decke, Gova, da. Der filmt einfach die Decke weg. Bruder, das war's. Ja, gut. Hat er Geld dafür bezahlt, um das reinzuschicken? Fuvi hat er dafür bezahlt. Ja, der wollte sicher Spendos korrekt machen, ne? Walla, korrekt. Korrekt, Gova, Wulla. Also das ist der beste Newcomer bis jetzt. Aber ich sag dir ehrlich, hättest du diese Fuvi lieber gespart, weil dein Zimmer sieht mir sehr nach, wie ich sehe, hast du einen ganz alten Laminatschrank, der muss ganz schnell nach Bergheim. Den darfst du nicht. Wohnmobil, gell? Diese Decke, Gova, das sieht aus wie, als ob ein Pitbull da drin schläft. Hart. Aber Walla, korrekt, Gova. Walla, korrekt, mein Bruder. Vielen, vielen, vielen Dank für Support. Das hat auch ein anderer noch gemacht. Ja. Walla, ich habe mich richtig gefreut, als er das gemacht hat. Top, Walla. Ich küsse dein Auge. Vielen, 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 vielen Dank. Ich würde das auch machen, Gova, aber ich muss leider mein Minus erstmal begleichen auf Bank. Inshallah, mein Bruder. Inshallah. Kommt noch, Bobby. Kommt Danke, noch. Mein Bruder. Und dann haben wir Leo aus Darmstadt, Bruder. Leo QU.64 auf Instagram, Adrelis. Gehen wir mal rein und gucken, was Leo gemacht hat. Ja, Mann. Wir sind Leute, die nicht reden, auf das Jahr damit machen. Unsere Mütter sind am Beten, während wir die Scheine zählen, ey. Ich bin Doppelbank, ich geb mir grad ein Juana. Ich seh Kripos, komm, ich geb ein Spind wie die Baller. Du willst ein AMG Cabriolet, ich will ein Lachen von meinem Vater sehen, Bruder. Wir sind auf Straße aufgewachsen, an den Tisch gibt's keine Ratten. Ja, der Scheitern ist am Lachen, während wir die Scheine machen, ey. Mama, tut mir leid, ich mache viele Fehler. 3 Uhr nachts in meinem Block verpackt das Bader. Mama, tut mir leid, denn so macht viele Fehler. Mama, oh Mama, hey, hey. Hart bewerten, oder? Ja. Bei der Line, die Baller und was hat er noch gesagt? Juana. Juana war ich eigentlich raus, ne? Ich auch. Baller ich auch. Stabil. Voilà. Ich war auf meine Mutter. Das war die Line. Guck mal, man muss nicht immer Doppelreihe machen, ne? Mhm. Aber wenn man kein Doppelreihe macht, dann muss man wenigstens Wörter machen, die richtig geil sind. Weißt du, was ich meine? Oder nicht? Ich bin stolz auf dich. Ich schwor auf meine Mutter, ich bin stolz auf dich. Warum, Alter? Das war normal. Genau die Line, Bruder, wo ich mir gedacht habe, Bruder, warum reimt der Juana auf die Baller, Bruder? Ja. Aber komm, gib mir Mann, jetzt nicht komplett nur auf diese Line, weil der Rest, da war ja auch genug Rest. Ja. Sollen wir 8 bewerten, Bruder, oder ist das noch nur locker? Also, Bruder, guck mal, im Endeffekt, wir entscheiden jetzt nicht, ob er rausfliegt oder nicht rausfliegt. Ja. So. Die Intention hinter dieser Sache, warum ich das auch hier abchecken, onscreen mache, dass man den Leuten auch eine gewisse Plattform gibt, auch wenn sie es nicht schaffen, weiterzukommen, dass man sagt, ey, guck mal, Bruder, der Bruder heißt so und so auf Instagram, wenn er euch gefällt, checkt den ab, folgt ihm, aber geil, vielleicht für Rap La Rue reicht es nicht. Geil, weißt okay, so? Okay, okay, damit und kannst du jedem eine Plattform geben. Genau, ja, ja, geil. Und man kann vielleicht auch noch so 1, 2 Punkte geben, Kritikpunkte, ey, die haben vielleicht recht, was die sagen, und ich arbeite daran an genau diesen Punkten. Und vielleicht klappt es dann so mit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also für mich war auch diese Line, wo ich mir gedacht habe, was kommt jetzt? Und was ich noch ergänze, da hat mir genau dieser wichtigste Punkt von dir gefehlt. Das war nichts Eigenes, Bruder. Es war Texte, die man überall schon gehört hat. Es war verbraucht einfach. Es war einfach verbraucht. Man kennt diese ganzen Geschichten schon. Ja. Weißt du? Okay, wir gehen direkt in den nächsten Bewerber. Lass versuchen, so ein bisschen zügig, dass wir okay, so viele Bewerber wie möglich. Ja, Sino 181 unterstrich
aus Pforzheim, mein wunderschöner Bruder. Dreh die Boxen auf, denn ich bin back, Bro. Meine Jungs tragen Ketten so wie Death Row. Bin im Studio und schreibe circa 1000 Songs. Wir sind da, machen deine Hänger, Freunde rauchen Bong. Ich will die Eins werden, cruise in einem Cadillac. Deine Bitch ist ne Bitch, weil sie mich Daddy nennt. Du bist kein Rapper ohne Ghostwriter. Komm ich auf die Bühne, klau ich dir die Show kleiner. Du bist kein Artist, denn ich seh bei dir kein Star-Appeal. Meine Fresse kennst du aus der Bild oder einem Magazin. Zieh den Wagen von der rechten auf die linke Spur. Die meisten Rap-Newcomer sind für mich nur Witzfiguren. Gebe Vollgas, 300 km/h. Ich bin ich und ich höre nur, was Papa sagt. Mach mal locker, Dicker, no stress. Mein Album bald auf dem Markt, Gott blessed. Wild. Schon geil, ja? Ja, wild. Ich kenn den. Kennst du das den? Das ist Pietro Lombardi, sein Cousin oder so. Niemals. Ja, hola, hola. Echt? Ich war mit dem bei Instalent früher. Nein. Doch, kennst du Instalent noch? Ja, klar, Paris. Natürlich. Ja, da war ich mit denen. Sino hieß der. Richtig, so ist der ja, Name. Ja, ja. Ja, Mann, ich kenn den noch. Damals, ich sag dir ehrlich, damals habe ich den nicht gefeiert. Mhm. Ne? Also, seine Persönlichkeit und so normal, aber jetzt musikalisch gesehen alles, ne? Ja. Da habe ich den nicht gefeiert musikalisch, aber das was ich gerade gehört habe, war stark. Wallah, das war stark, Sino. Schlecht, super, Sino, weiter so. Das war ehrlich nicht schlecht. Mal gucken, ja, ob es für Rapplerü reicht. Ja, Mann. Aber könnt ihr gerne abchecken, Sino181- auf Instagram Adrelis. Wir gucken den nächsten. 9, dann 10, also 10 ausgeschrieben, ZEHN-99 auf Instagram. Der kommt aus Freiburg. Wir gehen rein und checken ab, was der Bra hier mitgebracht hat. No heaven, Block am brennen. Bullen observieren, machen Fotos mit erkennen. Kein Pennen, Dauli auf Antennen. Hulabanisch ist für 3, gibt's hier 7, einen Kevin. Eule schieben, hau die Platten auf den Kopf. Mittelfinger an die Bullen, Kofferraum ist voller Ort. Baba Hase, keine Frage, willst du haben, musst du zahlen. Brüder fahren über Grenze, trotz noch offene Verfahren. Weil ich stimmt und der Preis passt auch so. Dein bestes Lied hört sich an wie mein Outro. Volles Magazin, hier geladenem Motto. Gib dir diesen Beat, ja dein Herz macht Popo. Kopf weg von Flaschen, Bitches auf Handy. Butterfly, Flip, Flip, ruhig am Handy. Sie redet mir von Liebe, doch die Bitch, man kennt sie. Auf jeder Club-Toilette mit paar Jungs am Schimpfziehen. So sieht es aus, keine Perspektive, sag wer holt uns hier raus. Hä? Pass auf wen du traust, weil nicht jede Hand dich streckt, holt dich raus. Bruder. Wie hat er gesagt? Weil nicht jede Hand dich streckt, holt dich raus. Boah, geil. Weißt du? Diese Line mit Outro war auch geil. Die Line mit Outro war super. Ja, die Line mit Outro war super. Cool, alle. Wie hieß der, Bruder? Den muss ich mir merken, alle. 910-99 auf Instagram. Check den Bruder gerne ab. Ja, mal gucken, ob es reicht. Aber ich fand ihn cool. Leichte Ansätze von AK außer Kontrolle. Bisschen, ja. Oder jetzt, wo du sagst, ich habe die ganze Zeit an wen nachgedacht. Erinnert genau, mich. Genau. Aber die Stimme am Ende hat mir gefallen. Der hat sich am Ende noch so noch ein bisschen gesteigert. Und das hat mir gefallen. Du Experte, Cousin. Ach, was? Hör mal auf, Alter. Bruder, ich will nur Nierensteine essen. Ich schwör's dir, so viele Leute hören das nicht mehr raus. Ja. Letztes Mal Juri saß hier, Cousin. Platz 1 Rapper. Der eine hat Baumwolle auf Nebenrolle gereimt. Und ich sag, Bruder, was reimt der da? Und Juri sagt, ist doch Baba. Ich sag, was für Baba, Cousin? Das heißt, Baumwolle, dann reim Hauptrolle da drauf, wegen au, au. Weißt du? Ja, ne, das muss man hat ja nicht Hauptrolle ja, gemacht. Ja, Nebenrolle, weiß ich nicht. Baumwolle, Hauptrolle. Ja, ist doch viel besser. Und das, ja. Weißt du? Ja, ja, keine Ahnung. Fatih, mein wunderschöner Bruder, ich küsse dein Auge. Vielen, vielen Dank für 5 Verschenkte, du wunderschöner Mensch. Vielen, 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 vielen Dank. Ich muss immer hier switchen und dann wieder ganz am Ende gehen und ganz am Ende, das fuckt so ab. Ich esse Solariums auf. Okay, wir machen weiter. AK Rap, zusammengeschrieben, Punkt 61 Adrelis. Der Bruder kommt aus Lindau und mal gucken, was der Gova hier mitgebracht hat, Allah. Ewa, Gova. Gut, gut. Berkay. Mizien, Mizien. Kommst du her? Ich wollte nicht sein wie ihr. Kein Disco und auch kein FIFA-Turnier. Es war nur Rap, mein Revier. Treff mich nachts um 4. Salutiert. Ich wurde nicht sagen wie Hans und Peter. Ich wuchs auf mit Platz und Bäder, Neid und Täter. Schüsse fallen auf die Gegner. Meine Freunde sind ein Haufen Täter. Deine Reden groß, aber laufen später. Ja, ja, ihr seid da wie Gangster. Die Bogen aus dem Fenster, ich schieß aus dem Fenster. Schiefer Ghetto-Blick, immer noch Kopf gefickt. Ich wollte nicht für Geld dann schuften, sondern lieber deinen. Ich seh mein Schwanz lutschen, mich zum Nachtstunden Falschdrucken, Ackerkranz mit dem Knastpunkten. Ich wollt nie einen Volkswagen, siehst mich im Sportwagen. Du kannst weiter deinen Golf fahren, kick dann, weil mich die Cops jagen. Halt die Fresse.
Klasse kommt Blasi. Du und deine Soldaten, die nicht mal einen Job haben, werde ich alle totschlagen. Ich hab einen Blockschaden. Blockschaden. Ja, wildes Ding, Gova. Außergewöhnliches Taktgefühl, würde man sagen. Oder was sagst du? Einzigartiges Taktgefühl. Hallo, Gova. Also ich fand den Beat gut. Ja, der Beat war gut. Der Beat war toll. Der Beat war brutal. Oh, diese Weste gefällt mir auch. Alte Zara-Weste. Gut, Gova, gut. Bruder, weiter. Mann, ohne den jetzt hier irgendwie Ding. Bruder, du musst noch ein bisschen an dir arbeiten, Cousin. Also, hast du gesehen, wie das Handy die ganze Zeit gerüttelt hat wegen dem was? Nein. Das Handy hatte mehr Taktgefühl. Nein, nein, Spaß, Mann. Akrap, akrap.61. Bruder, da gibt's noch Potenzial nach oben, Bruder. Wirklich, da ist noch Potenzial nach oben, mein Bruder. Aber das heißt nicht, dass du aufgeben sollst oder dass da draus nichts werden kann. Einfach Gas geben, Bruder, und vielleicht nächstes Mal. Ja, vielleicht Mann. Nächstes Mal, mein Bruder. Mit dem nächsten, das ist Buyar. Woher kommt Buyar? Buyar aus Enepetal. Buyafar, Buyafar. Wie geht das Lied? Buyafar, Buyafar. Okay, Bester mit A, unterstrich LMF auf Instagram. Wir gehen reingucken, was der Bruder uns mitgebracht hat. Nur für dich. Ja, Bester. Ich hab kein Problem mit dir, mein Leben zu teilen. Sie reden nur, weil sie uns nicht gönnen. Baby, denn bei uns stimmt jedes Detail. Yeah. Ich weiß, du hast Tränen geweint. Doch ich schließ meine Augen, Babe, und seh uns zwei. Sag mir, wo willst du mit? Bruder, man merkt schon, Bruder, ist ein... Ja? Er hat Ahnung, was er macht. Ist auf jeden Fall... Er hat Ahnung, was er macht. 100%, Bruder. Ist gut, ja. Alleine, gut. Wie er so reimt und so, das ist schon super. Lass mal weiterhören. Willst du mit? Komm mit mir. Nur ein Ton aus deinem Mund und ich steh vor der Tür. Ja, ich weiß, du machst dir Sorgen, doch sag mir, wofür. Selbst in der Menge fällst du auf, denn du hast die Allüren. Tu mir den Gefallen und komm mit mir. Ich will mit dir sein, aber nicht hier. Steig in den Wagen, ich zeig dir die Straßen. Baby, komm, wir rasen. Tu mir den Gefallen und komm mit mir. Ich will mit dir sein, aber nicht hier. Steig in den Wagen, ich zeig dir die Straßen. Baby, komm, wir rasen. Nur für dich, nur für dich, nur für dich, Babe. Es gab Problem, wir spürten. Geil. Du hast gehört, das Albanisch am Ende. Das kommt geil. Doch, der ist echt gut. Aber da war irgendwas. Mhm. Also nichts gegen den. Ich klaue selber Sachen manchmal aus Strafe einfach. Ich bin da der Größte, aber, Bruder. Dieb. Ja, das ist normal. Ja. Oder? Rap lebt von Inspiration. Genau. Aber das war glaube ich, komplett 1:1. Das war... Baby, komm in Fragen. Steig in den Wagen. Baby, komm... Gangster, das ist ein ganz altes Oldschool-Lied. Dieses Never Gangster-Shit. Baby, komm, wir rasen. Steig in den Wagen. Ah, lass uns neuen Wagen. Ich hab den erwischt, Bruder. Ich hab dich erwischt, das Ahbe. Aber gut, Ulla, nicht schlecht. Ich mach sowas auch immer. Geh. Er heißt Aladinio19 auf Instagram. Könnt ihr gerne alle abchecken. Wir gehen reingucken, was der Bruder mitgebracht hat. Leute, das hätte warte Weile belangt, Baby, du bist heute wieder zu elegant. Hoch und Jibbit, du bist wieder entspannt. Aber deine Titties, ja, sie machen mich stark. Keine Rolli, Danger, stay day. Für deine Liebe ist es nicht zu spät. Trink die Lied, Silvan auf mein Bait. Keine Stand, ich schätze sie in den Hazen, Babe. Sag mir bitte, was das zwischen uns ist. Keine Freunde, erzähl keinen Unsinn. Wenn du zu mir siehst, dein Augen funkeln. Will bei dir im Rausch, dass er bleibt, ich erkunde. Auf das Radar, nur weil ich muss. Habiba, bitte hab Geduld. Oder mache das nur aus deinem Grund, dass sie lieber was will, dass wir haben genug. Das ist hart, ja? Was sagst du? Ja, kann man auf jeden Fall überspringen mäßig. Ja? Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, der muss auf jeden Fall auch noch arbeiten. Safe, definitiv. Nee, war jetzt nicht so, was man, das tut jetzt nicht in den Ohren weh. Ja. Aber da geht auf jeden Fall mehr. Ich denke auch, danke für deine Bewerbung. Du willst doch auch nur Qualität haben. Genau, und dann Bruder, safe, siehst natürlich. Du willst natürlich. Qualität haben, wir müssen Qualität nur ranholen. Wir brauchen so. Die Qualität, Gorain Rapplerü. Checkt ihn gerne ab, meine Wunderschönen. Wir machen den nächsten Kenan aus Koblenz. Welli unterstrich offiziell auf Instagram. Ja? Welli mit V. Steig in den Wagen, Gangster. Was ist jetzt im Kopf, ne? Welli! Asiatisch komm in Gianni Versace. Wie ein Zigane mit Goldschal und Despi. Kaskid bring Epri.
Doch, Welle liefert Leistung. Glaubst du mir nicht, Roya, blick mal in die Zeitung. Ratur, ich stech zu, so wie Typhoon. Ey, dieser Junge, der nur Ball. Den Weibern, den du schreibst, hab ich lange schon gekommen. Pussy. Hat Vibe, ja, hat auf jeden Vibe, Fall. Safe. Und ich sag dir ehrlich, bis zur Hälfte oder so war ich ein bisschen so, ist okay. Mhm. Aber ab den, wie nennt man das, Beat-Switch, ne? Genau. Da war ich auf jeden Fall drin. Wo der Drop kam, gell? Ja, ja, der hat auch gut, da gut weitergemacht und so. Diese Adlibs mit Whoop und so ist auf jeden Fall stark. Weißt du, was ich bewundere, Bruder? Ja. Das sind Leute, die ja noch nicht erfolgreich sind mit der Musik. Ja. Aber man merkt, der steckt da Geld rein in die ganze Geschichte. Der geht professionell ins Studio, das ist ja gut aufgenommen. Und ja, so. Stimmt, ja. Und der zeigt, dass er das will, Bruderherz. Das hört man da raus, was ja bei den anderen nicht so war. Ich hatte letztes Mal einen Bewerber gehabt, der hat auf einem Balkon gestellt mit Handy, der hat einfach so aufgenommen, Cousin. Wie kacke, Bruder. Der hat Balkon, also der hat sich nicht mal aufgenommen, sondern nur seine. Er hat sich auf Balkon gestellt, ja. Irgendeiner hat den aufgenommen, ja. Der stand da so böse Kippen und hat gerappt. Aber das kommt auch manchmal geil, Bruder, wenn du dich selber. Aber dann Bruder, musst du live performst, gut sein, Bruder. Ja, genau, weißt du, wenn du live gut bist. Wenn du schlecht bist, ja, dann sollte man. Und, ja, Bruder, das weiß nicht. Aber das habe ich gefeiert. Verdi, check ich ab, auf jeden Fall. Danke für deine Bewerbung. Mal gucken, ob das reicht, mein Bruder Kenan. Okay, lass mal weiter gucken. Check den auch gerne ab, Valley offiziell. Marki. Hey Leute, mach mal Zuschauer voll. Ich habe gerade gesehen, es geht runter. Was nein, ist alles gut, Bobby, Bruder. Wir müssen uns auf dieses Ding hier nur konzentrieren. Okay, okay. Walla. Okay, ihr habt Glück gehabt. Ich bin voll zufrieden. Danke für jeden Einzelnen, der hier drin ist. Ich küsse eure Augen. Bobby ist doch Star jetzt. Auch. Der braucht Paparazzi so nicht. Ich küsse auch eure Augen, Govas. Und merkt euch, ich will nur Tische diagonal verschieben. Schreibtische rückwärts essen und senkrecht verschieben. Alhamdulillah. Yeah. Wir gehen rein. Maki.4M4 aus Bielefeld, der Bruder. In meiner Switch wird der tiefste Winter. Halt meine Bitch und die City in Schau. Ich glaub, da ist ein böser Gin in mein Glas. Lass ich dich stehen oder pick ich dich ab? Aus der Hölle Richtung Santorini. Von der Schrottkarre zum Manu geht. Mein billig Schwein wurde Chardonnay. Ihr Booty bomb mich weg, TNT. Hauch meinen Namen in Seele ein, damit sie tanzen um mir. Schau, was meine Ex-Freundin aus mir gemacht hat, doch was Fotos hier. Birkenbacks geben dir Feelings von mir aus, Baby, nenn es Liebe. Folg niemals der Masse nach, nein, ich folge meinen Trieben. Kurz, aber geil. Ich fand schon Baba. Ja, ich sag dir ehrlich, ich fand schon Baba. Nimmst du auch solche kurze manchmal an, wenn, angenommen jetzt der, das würde jetzt reichen, ne? Mhm. Und das ist so kurz. Nimmst du trotzdem? Guck mal, also der Sinn hinter diesen Bewerbungen ist erstmal einfach nur eine Visitenkarte zu geben. Ey, ich bin der und der Künstler. Ah, okay. Und alles andere ist erstmal egal. Ich bin der, ich komme von da, so rappisch. Und danach, Bruder, das ist ja noch nicht das Turnier. Danach lade ich die Leute ein, die kommen hier nach Frankfurt oder Berlin ins Studio, die werden professionell aufgenommen und dann geht es erst richtig los. Ah, okay. Aber ich finde, es war eine gute Visitenkarte. Ich fand das geil. Hat mich ein bisschen erinnert an F430. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind Franzosen, die arbeiten auch viel mit Effekten, mit Hintergrund, so Harmonien, mit diesem Sowas. Genau. Hat mich daran erinnert, fand ich auf jeden Fall geil. Ich fand's auch, ich fand's cool, ja. Von Reezy inspiriert, ja, schon ein bisschen. So gerade mit den Vocals, wie er da gearbeitet hat, mit. Aber ist doch nicht schlimm. Maki, super. Danke für deine Bewerbung, mein wunderschöner Bruder. Ali Merz aus Forschenheim, kennst du das? Nein, Guba. Da wohnen nur Frösche, habe ich gehört damals in Bergheim. Er heißt M-A-Z. Linke Frösche. H-K-A-L. Maschkal. Maschkal. Ja. Maschkal. Super, wir gehen rein, Cousin. Asphalt. Dein Duft, der liegt immer noch in meiner Nase. Scheißegal, wie viele Jahre vergehen. Dein Lachen, ich seh's noch vor meinen Augen. Dein Blick Richtung Sonne, ich hoffe, du lebst. Die Stimme wird heiser durch all die Probleme. Tut mir leid, Mama, dass du mich so sehen musst. Komm nach Hause, wenn du dein Gebet kriegst. Ich bin wieder Hacke durch Flaschen vom Grey Goose. Mein Kaffee macht klar, aber nicht dran, darum war ich ein Plan. Blick Richtung Himmel, vergesse, was war. Mittlerweile fühle ich leider immer mehr Hass. Mein Herz ist gesplittert in 10.000 Teile. Zeig du nicht ab, es ist alles so anders. Dein Duft, der liegt immer noch in meiner Nase. Walla, ich denke immer dran, wie du da warst. Dein Duft, der liegt immer noch in meiner Nase. Ich hab leiser gemacht, Regis. Was sagst du? Ja, ist okay. Ist halt sonst nicht schlecht, ne? Nee, schlecht niemals. Bei ihm mach ich mir halt nur den Kopf, ob er raussticht. Ich finde, ja. Das ist halt so die Frage. Ich fand die Beat-Auswahl richtig geil. Mhm. Zwar, glaube ich, ein PNL-Type-Beat, den kenne ich, glaube ich, auch. Mhm. Ich fand, ich weiß nicht, ob ich, manchmal kennst du das, wenn du nicht weißt, ob du den Beat geil findest oder den Künstler. Ja. Nee, aber schlecht war er nicht. Mach geil, es war schon ordentlich. Ey, das ist ein guter Bewerber, Bruder. Ja, auf jeden Fall. Darf sich bewerben. Jeder. Ist geil. Das ist schon gut, Bruder. Walla, Maschkal, stabil, Bruder, Herz. Maschkal, stark, Bruder. Bleib dein Auge, dran. Check den gerne ab. Maschkal, TikTok, Instagram, Adredis.
Er heißt Schaden 53. Boah, das fängt gut an, Bruder. Das fängt sehr gut an. Ich küsse dein Auge, wir gehen rein. Ero, check. Hört gut zu. Rap la rue. Okay. Verzeih mir die Taten begangen für Mula. Die Welt ist doch hässlich. Sie raubt dir die Seele, ganz ehrlich. Vielleicht kommt noch jetzt. Okay. Ja, mein Bruder, hab Schmerzen, es tut nicht gut. Wegen Hass und Kummer bildet sich Wut. Dank meinem Mut, dass ich heute überlebe. Bleib im Schatten wie Panda. Komm straight aus Favela, guck und sieh zu, wie wir stechen für Barren. Haragas vom Westen besessen nach Reichtum. Komm in mein Baltimore. Der kommt gefangen im Dreieck, Bermuda-Effekt für das Verlangen nach Cash. Sind wir gezwungen für Taten, Iblis? Bitter wie Kies, bleib ich heute Bandit. Der kommt bestimmt doch. Bruder, nein, der hat's nicht ernst gemeint. Ich glaube, der wollte dir auch einen Fuffi schenken. Meinst du? Ja, ich glaube schon. So für Support oder so? Ja, Ola. Ey, ich weiß nicht, 53, ob das, der hat's nicht ernst gemeint. Vielen Dank, mein Bruder, der für macht den Spaß. Support. Ich küsse dein Auge, mein wunderschöner Bruder. Vielen Dank. Er ist sogar Sammy. Ja, Ola, Mashallah. Wala, Mashallah auf deinen Namen, Bruder, ja. Der wollte dir locker einen Fuffi schenken, bestimmt, Koba. Kadir 25, Kadir mit 3a. Ganz kurz. Ja. Goba 47, Pranks, die zu weit gehen. Er hört auf, so gemein zu sein, Bruder. Das ist hart, Digga. Ich habe nichts gesagt, ich habe das nur vorgelesen. Alle, Kadir 25 mit 3a, Kadir, ja? Am Anfang wollte keiner glauben, dass ich Rapper werd. Am Anfang dachte jeder, es wäre ein schlechter Scherz. Heute geben sie mir Tipps, als wenn sie besser wären. Ich weiß, dass sie selber gerne Rapper wären. Auf einmal sind sie da, auf einmal sind sie Freunde. Gib ihnen den Laufpass wie Kevin De Bruyne. Ich bin kein Gangster, weil ich nie ein Gangster sein wollte. Jahre sind vergangen, aber immer noch mit den gleichen Leuten. In meiner Gegend juckt es keinen, wo du herkommst. Frag die Nike, Treter, Presto oder Air Force. Ich will aus dem Ghetto raus, so wie Benzema. Und hör nicht auf, bis ich irgendwann in einem Benzer war. Das Rap-Geschäft warten, ich bin jetzt bereit. Was für Glück nehme ab, deswegen fühl mich frei. Wir sind nicht zu spät, doch haben keine Zeit. Was ich auch mache, diesen Weg gehe ich allein. Es tut mir leid, mon ami. Denn ich hab wieder mal keine Zeit, mon ami. Bin am Erkannt, dass die Sonne für uns scheint, mon ami. Mal sehen, was uns am Ende bleibt, mon ami. Es tut mir leid, mon ami. Denn ich hab wieder mal keine Zeit, mon ami. Bin am Erkannt, dass die Sonne für uns scheint, mon ami. Mal sehen, was uns am Ende bleibt, mon ami. Ich schwöre, ich lache nicht wegen denen. Ich habe aus Versehen da reingeguckt. Im Chat? Die sind ganz krank, gefährlich, Bruder. Was schreiben die dann? Und die schreiben einfach Notizen, die haben gelöscht. Die schreiben WhatsApp-Chat vorlesen. Ey, guck mal. Die sind krank, Bruder. Ich sag dir ehrlich, die haben keinen Charme auch, ja? Ja, haben die, glaube ich, echt. Die haben keinen Charme. Deine Community ist hart, Wallah. Bruder, eigentlich. Die sind hardcore. Kadir, da waren auf jeden Fall Ansätze da, ja? Aber es wirkt noch sehr unprofessionell. Aber Ansätze waren auf jeden Fall da. Es war jetzt nicht schlecht oder für irgendwas, wo man sich schämen sollte. Man hat gemerkt, du hast versucht, coole Wörter zu reimen. Ja, er hat versucht, Benzema auf Benzafa zu reimen oder so, ja, weißt du? Es war so, es war Ansätze, Bruder. Ich fand das gut bis dahin, wo der gesagt hat, nehmen Zeit, mon ami, Line, mon ami. Ja, so. Genau, das war so ein bisschen. Aber das hat nichts zu bedeuten, Ola. Guck mal, das ist live, ne? Das ist nicht Studio. Das kann sein, dass der... Einer schreibt, lass dein Talent versteckt. Hört auf, so gemein zu sein. Kadir, checkt ihn gerne ab mit 3A25. Ich küsse dein Auge, Kadir. Und ich hoffe, die Supporter vor ihr. Ihr seid so schlimm. Jetzt habt ihr Bobby angesteckt, oder? Dreddys, ihr könnt euch immer noch bei Rap La Rue bewerben. Es gibt genug Plätze. Jeder einzelne Bewerber wird angehört, Dreddys. Ja? Ich küsse eure Augen. Wir gehen in die nächste, ich glaube, die erste Bewerberin. Das erste Mädel bei Rap La Rue. Das wird interessant. Shakiri, gefährlich. Xerdan Shakiri, seine Cousine. Dafina, auf Instagram, Duffy G unterstrich offiziell. Ach, ich habe jetzt einfach so den Namen geleakt, ne? Ja, ist nicht schlimm. Übermachlich. Okay. Wir gehen rein und gucken uns mal an. Baby. Was Duffy G gemacht hat, Digga. Arme Nüsse, ich bin wie laut, ja? Na los, Duffy. Baby, bounce. Bounce, man. Aha. Baby, bounce. Duffy G ist in der Haus, hebt die Becher in die Luft. Heute machen wir ein Drop like a Bus. Doing Gangster Party. Von Tequila und Poco de Mari. Ladi Dadi, roll das Bliff. Lass den Bass rollen, bis die Achse bricht. Immer low,
Cherry 6, wow, yo, Westcott Feeling, dafür ist der Shit. Blicke zwischen denen und los, ich lasse sie dann bennen. Komm, fliegen hoch, denn das Blaulicht sieht die Wände. Wenn ich geh von dieser grauen Welt, dann nur als Legende. Denn ich hab den Scheiß begonnen und ich werde es beenden. Na wieder locker, fuck the police. Immer ready für ein Bruder, wer von euch will Krieg? Tommy Gun, bam, bam, ihr werdet euch durchsieb. Duffy G, baby, baby. Ey, baby, pass, pass, Junge. Ja, gibt Schlimmeres. So, gibt ja Schlimmeres. Ich denke mal, wäre das auf Englisch und 1980, ne? Mhm. Hätte die sicher bei, wie heißt das, Death Row Records, yeah, unterschrieben, direkt, aber mit Fate Evans, Biggie, alle. Ja, also. Aber die Zeit ist vorbei. Ich fand alle, diese Oldschool-Vibe war cool so. Ja, auf jeden Fall, ich mag auch Oldschool. Und die sah auch so aus, als ob die so ein bisschen, Ding. Ja, auf jeden das Fall. Das lebt, so, weißt du? Ja, ja, klar. Das hat mich voll so an Biggie erinnert, B.I.G.'s. Ja, es gab damals so ein Label. Ja. Das aus Amerika, mhm, da war Tupac davor drin, das hieß Wrestling. Ah, okay, Wrestling? WWE. Nein, das wusste ich gar nicht. Ja, da war die dritte. Ja, ich sag dir ehrlich, ich fand sie eigentlich gut. Ja, ich fand die auch gut, Bruder. Also auf jeden Fall weitermachen, behalt den Oldschool-Vibe auf jeden Fall dabei, das ist echt gut. Das war fresh, Duffy, ich find Digga. Das stark. Das war ehrlich fresh, Digga. Mal gut, was anderes, ist auf jeden Fall geil. Safe, zieh ja auf jeden Fall weiter durch. An den Texten kannst du noch arbeiten, an den Reimen, aber sonst auf jeden Fall geht das, die Richtung ist auf jeden Fall schon mal da. Check gerne alle Duffy G offiziell ab. Ja. Und danke für deine Bewerbung, Duffy. So, wir machen den nächsten Simbad, Punkt 32 aus Wetzikon, Digga. Boah, Lexikon. Heba. Gehen rein, gucken, was der Bruder gemacht hat. Weil Gangster nicht tanzen, erledigen das ihrer unter Kiva und beliebt, deine Hänger schießt auf uns ein Dealer vom Kaliber, deine Steine, die Teile und viele Poppen Smarties. Nehmt ihr alle weg, das war mein Name Baba Havi. Die Brudis in Kanakis machen Umsatz mit dem Haschisch. Die Kunden bleiben beim Bankiers, rauchen dann unter, lass mich massieren. Von der Milf und sie stimuliert meine Dopamine. Rapper schützen sich auf Rücken von den Großfamilien, weil sie selber nichts gebacken kriegen. Wie ein invalider Konditor, der viel zu lange Nachtschicht schiebte. Ich bleibe jede Nacht wach wie Diebe. Falsche Liebe ist, was sie kriegen, wenn sie mir meinen Tag vermiesen. Wenn ich spreche, heißt die Fresse wie nach Haken aufs Kind. Der hat gesessen wie ein Häftling, der loyal ist, nicht senkt. Young Nigga, hol mein Shit bei Aral. Nach nem Kahnschatten sauge gleich die Bitch im Dajar. Seit dem 7. Lebensjahr bin ich manisch depressiv. Das Ende, wenn ich in geldgefüllten Badewannen lieg. Meine Träume, sie sind riesig wie das Hollywood Emblem. And sky's not the limit, wenn die Sonne untergeht. Bitch, Jizz in ihrem Mund beim Cruisen, nenn ich mal ne Spritzfahrt. Deine Freestyles sind vorgeschrieben wie der Impfpass. Und falls ich durchdrehe wie ein Windrad, rauch ich das Hash in der Farbe von Sinbad. Sehr ehrlich, das feierst du übertrieben, ne? Bruder, ich feier das übertrieben, weil ich sag dir ganz genau. Ich feier das auch, aber du feierst es, glaube ich, noch mehr. Ich feier es übertrieben. Ja. Es ist Sammy Deluxe. Es ist 1:1 Sammy Deluxe. Ja, ja, ja. Super Lyrik, super. Ja, Mann. Das Einzige, was mir sogar leid tut, der Bruder hat einfach mit Toaster aufgenommen. Voilà. Er hat eine Cola-Dose gerappt und hat die dann ausgeschüttet. Was ist das für eine Quali, Bruder? Also Qualität her. Ja. Das ist kacke, Bruder, ja. Aber so an sich, der hat voll Potenzial, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder, ja, lyrisch safe, stark. Sehr stark lyrisch, Bruder. Am Anfang dachte ich mir noch, was sagt der da überhaupt? Da habe ich gemerkt, hast du hingehört? Nee, dann so, das war gut, das war stark, ich schwöre, das war stark. Ja, es war so geflowt, ja, wie bei Sammy Deluxe. Der hat es immer so geflowt. Das war so sein typischer Flow-Ding. Geil, Alter, ich fand das auch geil, ich schwöre. Ich fand's auch nicht schlecht. Simbad war super, war cool, weitermachen, war stark. Auf jeden Fall, bleib safe dran. Der nächste, zwar Simbad 32. Bobby, guck ruhig Chat, nein, lass doch. Bobby, wenn du in Chat, guck in Chat. Guck mal, was die schreiben. Guck mal, wie crazy die sind. Simon, Alter. Verso heißt der. Original-Flavor 79, Digga. Lass mal anschauen. Ich roche 24-7, nur Orange 11, befind mich im Heaven, mein Backwood voll Jelenade. Kaputt sprüht es Lemon Haze, denn es gibt tausende Kelly Strains. Es geht direkt in den Brain, Marke ist Garrison Lane. Sorte ist Paris or G, Larry war nicht Legendary und heute rauche ich 10G. Studiere Mac, WhatsApp in der Profil, Grape Green, Blue Dream. Meine Augen färben sich, Rubin. Lass mich doch mal an dem Gibbets in DB Suite. Nur noch auf Doja Packs, ich roche Wizard Twist, ich roche Forbidden Food mit dem Geschmack von Fruity Loops. Scooby Snacks, Scooby Doo, Sugar Wakes. Die Wolke, die ich aus Puste ist bulletproof. Ich hab ein Rendezvous, Remikus wartet auf mich. Klar weißt du nicht, wer das ist. Ich rauch dich ganz einfach unter den Tisch. Also sag nicht, dass du kiffst. Glaub mir, du verdrehst das nicht, weil du auf einmal deinen Namen vergisst. Ziehst du dir an meinem Spliff, ja. Konnte den Reizen des Lebens irgendwie nicht widerstehen. Sie kommt mich wieder beleben und ich mich nur von ihr ernähren. Ich kann es jetzt wieder sehen. Es ist ein Tempo mein Leben. Möge mir Gott noch vergeben. Es frisst sich in meine Seele. Was lachst du? Einer hat geschrieben, einfach Colin, wo er jung war. Nee, Bruder.
Ich sag dir, guck mal, Contra, ne, ist, da musste ich auf jeden Fall... Okay, lass Pro, Contra machen. Ja. Jeder Einsatz, Pro, Einsatz, Contra. Fang an. Contra? Contra, da musste sich auf jeden Fall eigener machen, ne, und, also was heißt eigener machen? Da muss an sein, das, guck mal, Rap ist ja ein Gesamtpaket, weißt du, was ich meine? Ich will nicht sagen, du musst hübsch aussehen, aber du musst irgendwas mitbringen, was krank aussieht. Entweder sieh aus so wie ein Punker, oder guck, dass du aussiehst wie ein Emo, oder sieh aus wie ein Gova, versuch auszusehen wie Sammy, versuch auszusehen wie Bobby, oder vielleicht, ich weiß nicht, zum Beispiel, ja, so eine Erscheinung, Haftbefehl hat eine Erscheinung, du musst eine Erscheinung mitbringen. Und das war keine Erscheinung. Ja, er sah aber aus wie Pro, Wandgemälde so, weißt ja, du? Einfach so Ding. Ja, Pro war keine verbrauchten Wörter. Ich fand auch Pro, die Ansätze haben gepasst. Also man, du hast dich nicht blamiert oder sowas. Die Ansätze haben gepasst. Contra. Ja, auf jeden Fall. Ist, du musst gut. Noch richtig viel an dir arbeiten. Auch mit dem Wissen, so wie man mit Musik umgeht. Du hast jedes Wort gedoubled und die Double-Aufnahme war fast so laut wie die originale Main-Spur. Und das hat alles so angehört, als ob du das... Vielleicht das, hat er selber gemixt. Ja, so, weißt du, ich meine, ja, es war aber so stark ready. Trotzdem. Ja. Mach weiter. Ja. An die Leute, tut uns den Gefallen, nehmt das nicht böse. Wir versuchen nur zu helfen, wir sagen die Wahrheit. Mhm. Also unsere Meinungen. Safe. Natürlich gibt es auch da draußen tausende andere, vielleicht sagen die alle deine anderen Freunde oder sowas, dass das stark ist und so. Vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung. So, vielleicht haben wir beide gar keine wir Ahnung. Müssen, von, wir müssen schon ehrlich sein, Bruder. Weil ja. Kennst du das? Du kennst doch bestimmt, wie Leute, wie oft kommen oder siehst du Jungs von deinem Umfeld, die rappen auch. Und die zeigen dann so Songs und aus Mitleid sagt man, ja, Bruder, wala baba. Aber dabei, Bruder, das ist einfach wie Kacke, Bruder, ja? Und ich will nicht so einer sein, der einfach sagt, ja, wala baba, sondern ich will ehrlich sein und sagen, Bruder, spiel Minecraft oder so, weißt du? Ja. Briefmarken oder so. Ja, weißt du, so. Oder? Briefmarken verschicken. Weißt du, und ich wünsche mir wirklich diese Ehrlichkeit. Nicht, dass am Ende, du lügst die Leute an, Bruder, auf einmal kommen die Top 10 Icon-Villa, Bruder. Was willst du damit sagen? Ja, so halt. Weißt du, was ich meine? So, hier, jetzt gehen wir zu Luca, Alter. Boah, ich habe gestern einfach gegen einen Schimpansen gekämpft. Echt? Ja, ich habe durch technisches K.O. leider verloren. Mhm. Aber jetzt, nächsten Monat, inshallah, ist Rückkampf in Kölner Zoo. Da kann jeder auch gucken. Darf ich mitkommen? Ja, du bist herzlich willkommen, Bruder, direkt. Ah. Boah. Ich hab einen Total, ist das der, der die Fuffi geschickt hat, ne? Das war der. Song gemacht, geschrieben. Ah, nee, extra jetzt will er ernst. Format, Bruder. Nein, das war ich dann. Ja. Yeah. Ah. Spaß, Bro. Ich supporte dein Format, Bruder. Ich supporte dein Projekt. Ich bin nur hier, um dir Geld dazu lassen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Viel Glück, viel Spaß. Ich küsse deinen Schwanz. Aber korrekt, ne? Ey, Faustkills, Baba. Der hat mir diese Ding geschickt. Ach, krass. Das ist seins. Geil, von geil, Marke. Geil, Mann. Ey, Faustkills, korrekt, mein wunderschöner Bruder. Walla, sehr, sehr, sehr stabil. Mach mal korrekt, ein bisschen Liebe Mama. In den Chat für Faustkills. Das ist sehr, sehr, sehr korrekt. Habe ich seine Adresse? Ja, Mann, ich habe seine Adresse. Lass mal einbrechen gehen. Der hat richtig viel... nein. Weißt du, wenn ihr wüsstet, was er da hingeschrieben hat. Kann man sagen, Digga. Ja. Aber die Handynummer ist halt kacke. Sonst hätte ich es sogar gezeigt. Penisstraße 25 von 110. Krass. Stark Faustkills, Bruder. Die Straße gibt's wirklich. Die ist in Bergheim, Gova. Ehrlich? Ja, in Wohnpark, Gova. Niemals. Ja, doch. Da leben nur Sippbeköpfe. Hüttenberg. Ja. Die das Hüte ist der. Werden geschwungen. Duvarmc. Einer schreibt bester Kandidat bisher. Das aber war jetzt ehrlich, Bruder, bis jetzt war keiner der richtig. Keiner, also Bruder, die ersten 30, da waren schon 2-3 Stück dabei, die waren krass. Aber bis heute war noch keiner, der mich auch umgehauen hat. Komm. Ich hoffe, Digga, wir gucken. Guter Beat. Noch gestern war die Trennung meiner Nabelschnur, warte kurz. Wie schnell die Zeit vergeht, Bruder, gar nicht gut, ich krieg Panik pur. Steh draußen im Regen durchgenässt, doch ich fühle nix. Du musst schnell begreifen, dass diese Welt nur vergänglich ist. Was, wenn ich heute Abend schlafe und nicht aufstehe? Was, wenn ich morgen bei Tageslicht einfach draufgehe? Du hast keine Garantie, ob du heute noch überlebst. Jeder einzelne Atemzug, Bruder, ja, sie sind gezählt. Warum leben wir so, als wenn es kein Ende gibt? Teufel im Nacken, passt du nicht auf, bist du plötzlich blind. Mein Kopf am Platzen, deswegen ist auch die Mucke deep. Gegen diese Kopfschmerzen, Bruder, hilft kein Aspirin. Wir tragen Namen, die man einfach so nicht sehen kann. Namen, die so Leute wie du einfach nicht verstehen kann. Leben hier in Deutschland doch im Herzen echt Krieg. Sie hören uns nicht zu, Dicker, deshalb machen wir Musik, check. Und immer wieder, wenn das Blut in meinen Adern pocht, schreib ich diese Texte wieder auf mein iPhone drauf. Und immer wieder, wenn die Wolken auf mein Fenster weinen, weiß ich, es gibt viele, die denselben Schmerz mit mir teilen. Ja?
Ja, Mann. Was ich sagst sag du? Dir so, ne? Mhm. Pro, Contra. Contra, Pro, geiler Beat. Mhm. Und Text auch geil eigentlich, mhm. die Thematik und so. Contra, die Stimme. Echt? Ja, die Stimme hat mir nicht gefallen. Also bei mir, Pro ist auf jeden Fall deine Message, Bruder. Der erste, der so nicht gefühlt über Drogen rappt und das zu Dingen und so, die ist das. Ist auf jeden Fall geil. Ich find's cool, Bruder. Und Contra war, es war noch nicht so besonders, dass er raussticht. Ja, das auch, ja. Weißt du, es das war, liegt vielleicht auch an der Stimme. Ja, das ist genau, genau, genau. Jetzt stell dir mal vor, Wiedererkennungsmerkmal. Stell dir mal vor, ein ganz, sagen wir, ich weiß nicht, Bushido seine Stimme oder so, hätte diesen Text gerappt. Das wäre geisteskrank, ja. Weißt du, ich meine, überleg mal. Ja, das wäre, so. Wär, hast du gut gesagt, hast du gut verglichen. Bruder, trotzdem super Bewerbung eigentlich. D-U, hier ist dein Instagram, D-U-V-A-R-M-C. Ja, bleib aber dran, versuch ein bisschen energischer zu rappen, ich weiß nicht. So. Und ja, mal gucken, ob es reicht, aber danke für die Bewerbung. Ja, war auf jeden Fall solide. Coole Message. Es stimmt, weil vor alles können wir abhauen, aber nicht vom Tod Adrelis. Richtig, Kuba. Wir machen weiter mit Mirza73-offiziell auf Instagram. Wir gehen rein, ich küsse eure Augen, mal gucken, was der Bruder gemacht hat. Bitte hilf mir hier raus, bitte bring mich hier raus. Möchte sie rausschaffen, rausschaffen. Jeden Tag am Buffen, träume von Pressefotografen, die mich hinterknarfen, doch ich verliere noch die Nerven. Ich mache keine Scherzen, will, dass meine Eltern stolz auf mich werden. Bevor die sterben, werd ich weiter auf die... Oder Hala, ich will nicht disrespectful sein, Cousin. Streben, Mama, Papa, gebt mir euren Segen. Denn ich werde weiterleben und inshallah euch das Zehnfache irgendwann zurückgeben. Mein Herz ist nur am Beben, wenn ich dran denke, dass ich es nicht schaffe. Doch ich will, dass ihr wisst, dass ich es nicht zulasse, bevor ich das Leben hier verlasse, dass ich meine Ziele nicht erreiche. 3 Uhr nachts im Zimmer, bin alleine und schon wie eine Leiche. Im Gedanken nur die Beichte, mir fehlen einfach die Kräfte. Überlege, wie ich aus diesem Teufelskreis rauskomme. Glaube, wenn ich erstmal durch den Ring reinlaufe, bitte bring mich hier raus. Bitte lass mich hier raus, bitte lass mich hier. Ey Mirza, du hast ehrlich Glück, dass Bobby das nicht gesehen hat gerade. Bruder, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören, Bruder? Komm, wir gehen mal bis zu eine Minute, gehen wir mal kurz auf ihn ein. Ja, also Bruder Mirza, es hat noch nicht gereicht, Cousin. Du musst versuchen, besser zu reimen. Guck mal, ein Wort oder Wörter haben Silben, okay? Zum Beispiel, wie dein Name, Mirza. Mirza. Du kannst Silben auch klatschen, okay? Sobald du mehrere Silben aufeinander reimst, ist das Wort gut. Also ist der Reim in erster Linie erstmal... Nee, ich drück's anders aus, damit du es dir anders als Ding Priorität setzt. Du musst versuchen, mehrere Silben zu reimen. Ansonsten ist der Reim kacke, ja? Versuch wirklich mehrere Silben zu reimen. Was du, wenn ich Bobbys Meinung jetzt dazu hole, der wird den nur beleidigen, den Armen, Bruder. Der wird den nur fertig machen, Adrelis. Weißt du? Ich küsse eure Herzen, Adrelis. Das ist wirklich keine Ahnung. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen mehr, ja? Mal gucken, ob es nächstes Jahr vielleicht reicht, Bruder. Gib auf jeden Fall Gas, aber dieses Jahr schwer, Bruder. Schwer, schwer, schwer. Der arme Mirza, ja. Okay, lass mal weiter gucken, Adrelis. Hier haben wir Achi mit 2i unterstrich 079. Gehen rein, gucken, was der Bruder gemacht hat. Ich hab Para stecken, Para und Packets, Taschenstecken, Cops observieren, Kamera Action, mach keinen Film. Ich hab Ballermann stecken, nicht zum Spaß, wenn es knallt, kann dich keiner mehr retten. Where? Es geht um Lila, ich baller Lieder. Bist du Rollie, Submarina, nie wieder Zelle. Ab jetzt Luxus, sitz im Siebner. Oder Kipschi, was mit ner Kach, die mich massiert, dann check. Fick mal auf Rap, ich muss 3-4 Pakete von Süden nach Nord bringen. Du machst Minus und haltest dein Wort nicht. Ich hab's Gefühl, dass ich dafür geboren bin. Fick deine Liebe und Vorschrift, ich hab 4 Sorten in Tüte getrocknet. Was für real sein, du Fotze, ich bin seit Tag 1 verliebt in die Gosse. Spiel nicht den Held, ich hab 2 Liter Intus plus Jackie und Cola im Becher. Ihr seid wie Kiddies seit Tagen am Lästern. Ich brauch noch ein Dübel und fick deine Schwester. Ich hab Hass in mein Kopf. Ich hab Tabak gemischt mit Gelato im Paper. Ich drück noch ein Pack wie die Rollie in Dayjust. Du bist hier nur interessant, wenn du Geld hast. Fala, Bruder, der war für mich... Der war sehr stark. Ich find ihn gut. Ich find ihn ehrlich gut. Der Bruder hat was gezeigt, Alter, ja? Achi,
Unterstrich 079, Digga. War doch stabil. Stabil. Dann hat er... ja, dann genau hat er so. So es hört echt sehr unerfahren an, Bruder, ja. Ja, nee, das hat, ich glaube, der hat das bestimmt... Der war bestimmt abgefuckt, ne? Weißt du, der hat viel Testosteron, man hat gesehen, der war auch breit. Am Trainieren, ja. Ja, ja, der hat bestimmt viel Testo in sich. Sicher, ich weiß nicht, hatte der vielleicht Stress mit Freundin oder irgendwas. Mhm. Dann hat er sich gedacht, auf meine Mutter, was soll ich machen? Jetzt gerade hilft mir einfach nichts. Ich schreibe jetzt einfach einen Text. Obwohl der nichts damit zu tun hatte. Nichts. Einfach Beat laufen lassen und zack. Seine, sein Herz drauf. Pass mal auf den jetzt, pass mal den auf. Der ist krass, pass auf. Ich hab Para stecken, Para und Packets, Taschenstecken, Cops observieren, Kamera Action, mach keinen Film. Ich hab Ballermann stecken, nicht zum Spaß, wenn es knallt, kann dich keiner mehr retten. Where? Es geht um Lila, ich baller Lieder. Bist du Rolli, Submarina, nie wieder Zelle. Ab jetzt Luxus, sitz im Siebner. Oder Kipschi, was mit ner Kach, die mich massiert, dann check. Fick mal auf Rap, ich muss 3-4 Pakete von Süden nach Nord bringen. Du machst Minus und haltest dein Wort nicht. Ich hab's Gefühl, dass ich dafür geboren bin. Fick deine Liebe und Vorschrift, ich hab 4 Sorten in Tüte getrocknet. Was für real sein, du Fotze, ich bin seit Tag 1 verliebt in die Gosse. Spiel nicht den Held, ich hab 2 Liter Intus plus Jackie und Cola im Becher. Ihr seid wie Kiddies seit Tagen am Lästern, ich brauch noch ein Dübel und fick deine Schwester. Ich hab Hass in mein Kopf, ich hab Tabak gemischt mit Gelato im Paper. Ich drück noch ein Pack für die Rolli in Dayjust. Du bist hier nur interessant, wenn du Geld hast. Ey, der war stark, ja? Das ist stark, das ist jetzt nicht übertrieben stark. Das, ja, 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 aber, nicht Weltklasse, ich mein, aber das der stärkste heute, aber Bruder. Soll ich dir sagen auch, warum das auch stark ist? Weil wir die nein, der Typ kann sich kleiden. Der kann, der kann sich geben. Der weiß, wie er aussieht. Der weiß, wie er aussieht, so, ja, weißt du, ich meine? Ja. Jetzt, ich sag nicht, dass er hübsch ist, ja, aber der weiß, wie der, weiß schon, wie der sich geben hübsch, muss. Er ist hübsch, Bruder. Alter, ja, Maschallah, hübsch, ja. Bruder, nicht, ja. Ich meine, du weißt, was ich meine. Ja, ja, aber Moim, der weiß, wie der sich geben soll. Daran müsst ihr euch ein Beispiel nehmen. Hier, wie heißt der? Achi079, mach ja auf jeden Fall so weiter. Und an die anderen Rap-La-Rue-Teilnehmer, versucht euch ein bisschen Beispiel an den vielleicht zu nehmen. Safe. Vom Gesamtpaket her. Safe, mäßig, safe, wisst ihr, was ich meine? Ladies, ihr könnt euch immer noch bewerben. Ihr seht, das ist eure Konkurrenz. Es ist nicht schwer, in die Top 100 zu kommen. Man muss einfach nur was drauf haben, mein Bruder, ja? Ich küsse eure Augen. Wenn ihr denkt, ihr seid besser als das, ja, kommt, bewerbt euch, meine wunderschönen. Ja, okay, ich guck gerade nach dem nächsten, Bruder. Den haben wir. Mirza war der krasse von gerade. Jonas, Digga. Da kommt schon Jonas. Jonas offiziell. Zeig, wo die deutschen Wurzeln liegen, Gova. Unterstrich. Hau mal jetzt was Wildes rein, Gova. Jawohl. Baba Beat. Zwischen komm. Racks und Hotel Suite, Stories aus geleckten Jeeps, damit die Exe sieht. Der Junge ist ein Doughboy, in der Suite Handy klingelt, doch ich mache keine Phone Calls. Zwischen Racks und Hotel Suite, Stories aus geleckten Jeeps, damit die Exe sieht. Der Junge ist ein Doughboy, in der Suite Handy klingelt, doch ich mache keine Phone Calls. Ich mach Big Moves, du machst Bitch Moves, nur einer von uns beiden macht dir dick Fluss. Ja, die 9mm klickt smooth und holt dich runter von deinem Höhenflug. Der Schlitten bounce wie Shawty's BBL. Ist doch klar, dass wir nicht in der gleichen Liga hängen. Komm mit Flaschen auf die Tanzfläche, ist der Grund, warum deine Bitch auch mein Schwanz leckte. Wohl mit High Societies und verstehe Chuck, warum er Dreier liebt. Auch wenn nichts kommt, ich bleib aktiv. Ich seh dich, auch wenn dich keiner sieht. Auf 11:30 ruf sie per Viber. Köpf die Dom Perignon im neuen Maybach. Jetzt kommt mein Einsatz. Check in das Four Season an einem Freitag. Gut, ja. Bruder, warum heißt der Jonas, ja? Ich weiß auch nicht. Der muss eigentlich Ahmed heißen, ne? Ich schwör's dir, Digga. Der kommt gefährlich, der Bruder, ja? Ja, der ist gut. Ich schwör's dir, der kam gefährlich. Der war gar nicht schlecht, Digga. Jonas, alle korrekt, Bruder. Ey, eine Frage, wenn du Rap La Rue machst, ne? Ja. Machst du das so, dass die Leute wie bei Icon eine Chance mit haben zu rappen und danach wird das so gemixt und so, oder? Genau, es wird gemixt danach. Okay. Also man hört die, weil... Eine Chance nur? Nee. Also diejenigen, die kommen, die Top 100, ja, die haben ein gewisses Zeitfenster. Ah, okay. Und die dürfen ihren Song dann da aufnehmen. So. Okay, okay. Und dann wird der erstmal abgemischt und gemastert und das Ding und dann zeigen wir den erst. Ja. Also wir also haben Leute, die ohne Effekte, die ohne viele Effekte arbeiten, Vorteile. Nein, jeder oder hat die gleichen Vorteile. Wenn jemand zum Beispiel kommt, gell, und darum will ich hier achten. Sagen wir mal beispielsweise, jemand kommt und der rappt so wie PNL. Der ja macht's richtig gut. Ja. Oder mit diesen, der arbeitet auch mit den Vocals, sodass er die im Beat auch einbauen möchte und so weiter. Mhm. Weißt du, mit Adlibs und so. Wenn einer so arbeiten möchte, dann geben wir ihm die Chance, so zu arbeiten, Bruder. Wenn geil er diesen Song so präsentieren möchte. Geil, geil, geil. Weil zum Beispiel No Hate an Mois, sein Format, hat ja alles live performen lassen. Ja, ja, ja. Ich fand's nicht so cool, Bruder. Ja. Weil heutzutage, es gibt Leute, die arbeiten so wie PNL, ja, viel mit Vocals und
Und wenn du dich so präsentieren willst, dann gebe ich dir die Chance, dich so zu präsentieren. Ja, finde ich gut, ja. Machst du stark, Bruder, safe, ist geil. Bruder. Musik ist nicht mehr so wie früher, dass du auf 90 BPM einfach Taktes bittest. Der eine Bruder, der singt, der andere, der benutzt das als dieses Stilmittel, der andere benutzt viel Hall, der andere, der will Reverb haben, der andere will Autotune haben, Bruder. Wenn die Musik im Endeffekt gut ist, Bruder, ist sie gut, Bruder. Weißt du, was ich meine? Siehst ja an DSDS, das ist ja auch ein Schmerz, das war so wie früher. Früher DSDS, wie wild das war. Ja, ja, safe, jetzt klar. Jetzt ist es ja auch ein Schmerz, weil die da live rappen und so wahrscheinlich. Safe. Hätten die da sowas gemacht wie jetzt du? Ja, ja. Aber deswegen, Rap La Rue. Ich küsse eure Augen. Anstatt DSDS. Hey, yo, check it out. Der nächste kommt aus Gütersloh. Sein Name ist... Hat schon Auftritt. Saya-D. Hast du Auftritt da gehabt? Ja, ja, klar. War geil, Alter. Ja? Cool. Erster so Auftritt so. Gehen rein, gucken, was Saya mitgebracht hat. Unterstrich D. Mach also kurzen Prozess mit einem ungewöhnlichen Style. Halte das Mic in meiner Hand wie die heilige Lanze aus dem Römischen Reich. Business und Marketing, Blitzlicht und Straßen, die in Nasen ziehen und weitere Geschichten aus der Nase ziehen. Warm brechen, die Jacke sieben Arm voller Warm brechen. Scheine werden in der Nacht sichtbarer als warm Westen. Kranker Rap, da kann auch kein Arzt helfen. Frauen kriegen sich meinetwegen in die Haare so wie Haarklemmen. Ist ja gelogen, wenn ich sag, dass alles in Ordnung ist. Man fickt sich gegenseitig hier wie in einem Pornofilm. In diesem Viertel wirst du wahnsinnig. Brüder, 7 Jahre Knast beraubt, doch ich schwör, das waren sie nicht. Mein Versuch konnte nichts an der Aussicht ändern. Doch hab das Zeug dazu wie Rauschgifthändler. Wir sind keine Waffen, Brüder, von denen lass ich Asche. Überstehe ich vor dir, brauchst du mehr Tempo als Taschentücher. Kein Handy, Netz und Fanny, weg, bin ständig weg zu Präsident wie Eminem und Shady, Rapper, Debbie Dance. Von zu viel Stoff haben sie einen Heavy Hand. Auf den Straßen hab ich mehr Matches als nur auf Dating Apps. Pro und Contra, Bruder, bei mir Pro, er hat sich Gedanken gemacht, was er reimt, so. Contra ist, wie er es gereimt hat, war schlecht. Also wie er es delivered hat, war es Katastrophe. Ja. Ich konnte gar nicht zuhören, Bruder. War es zu anstrengend? Was heißt anstrengend? Ja, so. Also das war gar nicht meins. Das liegt auch vielleicht wegen meinem Musikgeschmack, ich weiß es nicht. Aber das war nicht meins. Kann sein, dass es den anderen auch voll gefällt, aber das war, ich weiß nicht, das war nicht meins. Ich finde, die Delivery war wie Waschmaschine, stimmt. Aber für die Lines hat er sich auf jeden Fall Mühe gegeben, Digga. Und ich weiß nicht, ob es reicht, Bruder. Aber ihr könnt ihn gerne mal abchecken. Saya-D auf Instagram. Der nächste ist Emo-76, Alter. Gehen wir rein. Ich hab so Hunger auf Mikrofone, sowas. Gucken, was der gemacht hat. Hast du Hunger? Deine Pizza ist noch da. Was? Deine Pizza ist noch da. Ich esse die gleich. Ist sie komplett noch da? Der komplett deine? Warum hast du nicht gegessen? Ich hab von dem Bruder die Hälfte gegessen. Ach so. Ich hab deine komplett gelassen. So. Schreib den ganzen Tag mein Hass auf ein Papier. Müde von der Gesellschaft, Digga, müde von dem Bier. Emo, der Junge, der sich nicht mehr zu verstehen gibt. Schreibe all die Strophen und rappe, wenn der Beat schon kickt. Mein Ziel ist nicht illegal, mein Ziel ist einmal Miete zahlen. Sofort zu machen, ich will einfach diesen Plan. Es war schon immer so, ich wollte schon immer rappen. Dranbleiben, am Anfang lachten viele Decken. Normal, man wird von Jahr zu Jahr dann besser, reinfallen im Kopf und meine Line struktureller, gut erzogen, weg von Hellern, hat kein Schlag, ein Weg vom Fenster, erst Bucke, dann Ruzelle, alles versucht für eine Bella. Seh ekelhafte, abgewichste Straßen, Menschen, die verfressen sind und manche, die nichts haben, genau die nichts haben, zu viel Geld ist einmal schlagen, denen dir Schmerz und im Herzen diese Namen. Vertrau dir nur selbst, immer noch mein Motto. Zeit vergeht, bleibt die Parts immer noch im Solo. Lang genug gelernt zu lieben, nicht bei allen kann man ziehen. Versuch gemacht, getan in meiner Seele war nur dieser Frieden. Draußen Gedankengänge, bin gut belogen. Die kämpft doch ihn zu Boden, fiel dann weg von all den Drogen. Erzähl dir meine Lage auf einem Oldschool-Beat. Mach dich ab, wenn du siehst, dass ich meine Kopf wegschieb. Es hat noch nicht gereicht, Cousin. Er war nicht schlecht. Auf keinen Fall. Er war nicht schlecht. Da, man sieht auch, der hat Schmühe gegeben. Guck mal, der konnte den Text auswendig. Genau, der musste nicht ablesen. Plus seine, bei diesem normal, weißt du, seine Delivery, der hat versucht mit Performance und so. Das ist auf jeden Fall stark. Richtig. Und ich fand auch den Beat gut. Er hat so leicht einen Stuttgarter Vibe gehabt, gell? Schweiz oder Österreich oder so. Er kommt aus Karlsruhe. Er hat so gerappt, wie Nemo früher gerappt hat. Kennst du nicht dieses Stuttgart richtig? Hast du eben gesehen, was einer da reingeschrieben hat? Nee. Was hat er geschrieben? Ist egal. Okay. Felix.x227, Alter. Gucken, was der Bruder gemacht hat, Alter. Bin ich gespannt. Ich habe ein gutes Gefühl bei Felix. Ja? Immer noch? Okay, nein. Warum? Komm, wie er da steht, Cousin. Wie auf Brust. Komm, Junge. Brust raus, Junge. Brust raus, Junge. Brust raus. Come on, Junge. Check it up. Zeig, was du drauf hast. Ah, der macht auf dieses Lockere, okay, jetzt verstehe ich das. Ich mir selbst, das macht mich nach einem besseren Ich auf die Suche.
Ich suche den Ausweg von all denen, doch ich finde nicht die Route. Nimm mein Handy in die Hand, fang an zu schreien und merke, wie ich blute. Ich kann nicht versprechen, dass es mich bessere. Ich kann nur sagen, dass ich versuche. Ja, Mann, Alter, hast du noch was von dem Codein, Mann? Hast du noch was von dem Codein, Alter? Schreibe jeden Tag neue Zeilen, wir hoffen, dass es einem gefällt. Ja, Mann, Alter. Sondern einer heile Welt, dass sich alles richtig stellt, weil Gott alles in dich fällt. Ja, ich versuche mich zu ändern, doch werde ich das wirklich schaffen. Gott, warum verhinderst du nicht, dass Menschen aus meiner Familie sterben? Kannst du dich bitte so lassen, wie es immer war? Gestern waren sie noch da, heute sind sie da oben. Jetzt kann ich ausweichen mit Alkohol oder Drogen, doch will nicht so sein, ich will mir Respekt holen. Warum nimmt mich keiner ernst, geht es um meine Probleme? Ich kann nur drüber sprechen, wenn ich auf Weich bin. Doch alle denken, ich mache eh nur eine Szene. Ja, das Boot ist kurz vom Kentern, also muss ich mich verändern. Ich will kein Lambo oder Benz fahren, ich will einfach Frieden mit mir selbst haben, ja. Ah, der war gut am Ende. Ich will, kein Lambo, ich will kein Lambo oder Benz fahren, ich will einfach Frieden mit mir selbst haben. Ja. Krass, Alter. Wallah, das war geil. Ja. Bruder, Felix, gib Gas, energischer rappen und let's go, weil so, obwohl ich kein Codein trinke, wollte ich Codein einfach gerade trinken. Und komm aus dir raus, Cousin, komm aus dir raus, sei nicht so schüchtern und komm aus dir raus, rap, Bruder, zeig dich. Ja. Rappen ist auch zeig dich, Bruder. Ja, erzähl uns was, Cousin. Du hättest einfach, ja, Schachparty. Der eine führt mit Bauer auf E3. Was ist das denn, Bruder? Was? Animal Planet Dokumentation hast du hier dokumentiert. Der nächste ist Laze-53. Laze-53. Gucken, was der Bruder aus Ahlön. Kimbo Beats. Der Beat's gut. Scheine am Stapeln wie Pringles. Komm mal. Scheine in Farben wie Skittles. Jetzt aber. Scheine am Jagen, weil leider seit Jahren auf Konto und Magen nichts drin ist. Guck, es ist Lasse, ich bin es. Seh, was sie haben, ich nimm es. Flick mit deinem Video auf Instagram, einfach mal so deine nächsten drei Singles. Im Daimler Coupé meine Kreise drehen. Bruder, einfaches Game, ich muss Scheine sehen. Viele Einnahmen zählen oder pleite gehen. Ohne Leitfaden geh ich auf meinem Weg. Schieße präzise und zielsicher. Immer gelbe auf Tasche wie Schiedsrichter. Bruder, guck, hier bist du nie sicher. Bin umgeben von Zinkern und Weed. Dicker auf 5 und 6 plus dick, ich beste Flexschnuck. Machst du Bella, glaub mir fällt ein Dreckschuss. Häng im Zentrum auf Flex und check rum auf 400 Pferde, ich sitz im Lexus. Was wir verdienen ist die Todesstrafe, aber leg noch ein drauf, ja ich schuld ne Flasche. Schuld meiner eigenen Hosentasche. Zu viel Patte, zu viele Fuffis, Platte. Oh, gewohnt war. Ah, lass doch die Hook laufen, lass doch die Hook laufen. Guck mal. Meiner Meinung nach der beste bis jetzt. Ja, für mich der war auch besser als der andere. Der war auch gut, aber der ist besser. Beat-Auswahl geil. War da sehr, sehr, sehr krass. Texte nicht 0815, oder? Nein, 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 super, Bruder. War da super. Ja. Super. Ich habe diese Line mit Schiedsrichter. Ja, das war geil. Aber er hat sie so gestaltet, dass ich die noch nie so gehört habe, wie er sie gemacht hat. Krass, geil. Weißt du? Ich küsse dein Auge. Ich würde den auch gerne nochmal hören. Er heißt, den darf ich nicht vergessen, Laze-53. Ahlen City, wo ist das? Weiß ich nicht, Ahlen. Wo ist das, Alter? Weiß ich nicht. Ahlen. Aber geil, gut, stark, Alter. Bleib dran. Der war super. Endlich mal einen guten gehört. Ja, der war ehrlich gut. Laze, dankeschön für deine Bewerbung. Gucken, ob einer den noch übertreffen kann heute. Ich denke, er ist so, da kann ich schon sagen, Bruder, welcome in der Top 100, Bruder, ja? Krass, hast du gehört, Kova? Hey, Bruder. War ist drin, Sahbi. Freu dich, Sahbi. Komm rein. Geh rein und gib Gas. Gut gerappt, Bruder. Ja, war fresh, der Bruder. War da. Aus dem Nix, dankeschön. Nicht Alter. Zurückgeblieben. Ihr habt es gesehen. Guck mal, man kann man kann modern sein in einer amerikanischen Trap-Schiene, man kann modern sein in dieser Schiene, wie ihr gerade gesehen habt, bestes Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Stark der nächste heißt Tabak. Ewa Tabak. Q-B-A-K. Adrelis, wir gehen rein. Ich küsse euch. Treppenweg mit LEDs, kaputte Steine will da nicht lang gehen. Habe Angst vor dem, was mir bevorsteht, wäre nicht TB, wenn ich nicht hergehe. Oben steht Himmel, ich muss ihn sehen, rote Lichter meine Augen drehen. Tür auf, Klick-Klack, Wummer am Kopf, ich werde behindert. Seele verkauft, wird dir groß geschrieben, ich bin Denker und Dichter. Engel betanzt mein Segen des Schicksals, hoffen daran, dass ich bleibe für immer. Leben mein Fluch, sie chillen im Zimmer, jede Sekunde wird es noch schlimmer. Denke an Brüder, ich werde verhindert. Guck mal, ich geh jetzt mal auch ein bisschen drauf ein. Ja. Der Bruder reimt Zimmer auf Schlimmer. Mhm. Ja, ist schon schlimm genug, hab dass er uns nur gemacht. Sein Zimmer gezeigt hat. Hab ich mal auch gemacht. Na, echt? Ja, oder? Mein Beileid, Bruder. War eine gute Besserung, Bruder. Aber guck mal, ich hab das so verpackt, dass du nicht gemerkt hast, oder? Du hast es sogar richtig gefeiert. Du hast gesagt, wie verflucht war mein bester Song. Wie verflucht? Ja, nein. Also von Eichel. Ja, von jetzt Eichel schon. Okay. Ja. Jetzt finde ich, boah, das ist schwer bei dir zu sagen, ja. Also guck mal, das war diese Szene, dieses krass. Und es wird immer schlimmer. Ja, aber das ist was anderes, Bruder. Mit Melodie hat. Ja, das ist was anderes. Okay, okay. Wenn du das korrekt. So rappst, wie so in einem Part, so, also auf, ohne einen anderen melodischen Einsatz reinzubringen, weißt du? Ja. Zum Beispiel, wenn man so Sachen macht, in der Hook auch,
dann sind die Sachen nicht so schlimm, weil du hast dann einen anderen Einsatz von Melodien noch hinzugefügt. Ja, ja, aber ja, wenn du die Line trocken rappst und du rappst wie Gangster auf Fenster, ja, ich check, was oder wie leicht auf gleich oder ja, auf. Ja. Weißt du, was ich meine? So? Ich check, was du meinst, Bruder. Feier ich nicht. Und jetzt dieses trocken gerappt, schlimmer, genau. Zimmer, dümmer. Genau, genau, ja, genau. Ja. Noch eine Sache. Bruder, was ist das für ein Bewerbungsvideo? Sei mal ehrlich. Ja, Ola. Vielleicht hat der vier Augen oder so, weißt du, oder keine Ahnung. Bruder, es ist schwierig. Vielleicht färbt er sich Haare plötzlich blond und rappt Französisch oder so, weißt du? Zeig dich, Bruder. Das kann doch nicht dein Bewerbungsvideo sein, Bruder. Ich meine das nicht böse, aber. Bereit haben, doch ich nehme sie mit Kuss an. Komm, nächsten. Ja. Leider nicht, Bruderherz. Leider dieses Mal nicht. Vielleicht nächstes Mal, Leon. Und mit einem ordentlichen Bewerbungsvideo, bitte, Bruder. Ich küsse dein Auge, aber das war ehrlich, mit halbe Locke hat nur geguckt, ja? Anonymer Schenker, Dankeschön für den Verschenken. Und ich küsse dein Auge, wir gehen weiter mit Dennis. Seja 5.6 auf Instagram. Gehen wir rein, gucken wir uns an. Kann mich nicht entscheiden, Geld oder Liebe, bei dem Weg, den ich gehe, kann man leider nur verlieren. 100% real, alles echt, was ich sage. Wenn du mir nicht glaubst, frag meinen Anwalt nach der Akte. Ich schreib, was ich leb, nein, ich brauch nicht zu lügen. In der Stadt Bunker Haze, in Foodlocker-Tüten, nachts um drei. Wenn wir den Handy in die Gläser füllen, findet der Bulle wieder Hasch hinter Handyhüllen. Super 7 Wild, gib wieder mal ein super Bild. Du willst mit mir ein Feature, ich auch, aber bei Multibild. Jeden Tag das Gleiche, drück die Leiter und hol raus. Aber jeden Tag das Gleiche, gib mir Geld, ich gib es aus. Wenn ich AirPods oder Geld brauch, rip ich dich ab. Und danach erzählst du deinen Jungs, die Jungs da sind echt krass. Ich werd eklig, geht's um riesige Summen. Ruf deine Cousins, die sind doch eh meine Kunden. Was sagst du, Bobby? Ja gut, ne? Es ist schwer, gell, wenn man die ganze Zeit so viele Leute hört. Der, ich hätte niemals diese Stimme gerade erwartet bei dem. Ja, ja, als ich ihn gesehen habe, ich hätte niemals gedacht, dass da sowas rauskommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist geil auf jeden Fall, Überraschungseffekt. Ja. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde sagen, er ist nicht schlecht. Mhm. Er ist gut, aber ich weiß nicht, ob das reicht, Bruder, ja? Ja, genau so. Ja. Ist schon richtig, wie du aber, gesagt hast. Ja, ja, also du blamierst dich auf gar keinen Fall, nein, Seja. Auf keinen Fall. Das ist ehrlich ordentlich, Bruder. Ihr könnt ihn alle gerne abchecken, Seja 5.6 auf Instagram. Aber ob es reicht, dann am Ende weiß ich nicht, Bruderherz. Dankeschön für deine Bewerbung. Das war hier er hier. Jetzt kommen wir hier zu ihm. Da kommt schon Robert, alter Hausmeister Rücken. Genau, der heißt CH4MP1 on.offizial mit C auf Instagram. Er war, seit ich 13 bin, roll ich in das Paper. Ich wollte leider nie so sein wie meine Schwester. Gib den Schuh nochmal, ich zieh nochmal fester. Hole wieder Menge und verrauch die Hälfte selber. Alles ist gut, wenn ich Joints rauche. Warum aufhören, warum eine Pause? In mir ist Wut, die ich grad austausche. Muss immer ein Rauchen für gute Laune, ey. Ich mach das alles nicht mehr mit, ich brauch in 32 Stunden circa 32 Tipps, Bro. Und wenn sie fragen, wo ich bin, dann kannst du sagen, um die Ecke, grad mit Josh in deren Film. Oh, wie soll ich sonst so etwas fühlen? Wir können Leute leben, ohne es zu fühlen. Ich kann mich langsam selbst nicht kontrollieren. Ich hätte so viele Joints, doch mein Herz wird unterkühlt. Aus dem WG, was meinten damals meine Lehrer? Notensprechung, ich bin dick auf Fischer. Ich will es nicht, doch wir werden alle älter. Und mit dem Alter wird das Leben nur mehr schwerer. Aus dem WG, was sagt der Bulle meinen Eltern? Ich sage nichts, denke viel, keine Wörter. Bau ein Joint daheim auf Kopfhörer. Hab keinen, der mir hilft, weil ich bin nicht Timmy Turner. Keinen, der mir hilft, denn ich bin nicht Timmy Turner, Bruder. Was sagst du vom Tupac, Champion Tupac? Ich mach Bodybuilding oder ich weiß nicht. Nein, da geht auf jeden Fall noch was, weißt du, was ich meine? Das ist nicht so schlecht. Aber was war das für eine. Aber wer weiß, Kova, vielleicht hat er Probleme und so. Diese Line mit der Schwester, weißt du, was ich meine? Ich will nicht sein wie meine Schwester. Ja. Ja, ein auch, sie macht Schule und sie ist voll das gute Mädchen, voll der gute. Ja, man Mädchen. Weiß nicht, guck mal, man kennt die Hintergrund-Dings nicht, man weiß nicht, was da abgeht. Vielleicht war das auch ein richtiger Text aus dem Herzen und wir haben keine Ahnung, weißt du, ja, was ich meine? Und wir sitzen hier und lachen einfach. Ja, weißt du, ich meine, vielleicht hat er richtig sein Gefühl um 3 Uhr morgens aufs Blatt geschrieben oder Notizen, Handy oder wieder ein oder andere auf WhatsApp-Nachrichten. Ich weiß nicht, Kova, dazu kann ich leider nur sagen, Tapetenbrust. Ja. Strafzettelhaare. Ja. Gegrillte Beinkohlefüße. Ja. Aber natürlich. Ja, nicht, Davi. War okay, Bro. Schwimmabzeichen.
Freischwimmabzeichen sogar. So mäßig, Kura. Ich habe einfach meinen Fahrradführerschein damals nicht bestanden. Und Wala, ich durfte ihn nicht machen, weil ich mich gehauen habe. Ja. Nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Auch Seepferdchen durfte ich nicht machen. Echt? Ich bin mit Markus in Pause geschlagen. Oh, kennst du noch ernst den Namen? Wen? Ja, ja, natürlich. Markus. Natürlich. Ja, Ulla, Markus, schau, ne? Wegen dir kann er nicht Freibad schwimmen gehen. Aber ist egal, wir sind eh nicht wie Freibad geschaffen. Wir leben eh nur in dreckige See schwimmen mit so Hundewasser, wo diese Wasser einfach braun ist. Kennst du das? Nein, ja, ja. Wir leben sowieso nur reinschwimmen in diese dreckige Wasser. Ich. Alibaba, mein Bruder, dankeschön für den verschenkten Lara. Dankeschön für Stufe 1 im ersten. Rahat Royal, dankeschön für den verschenkten. Und Anonym, dankeschön für den verschenkten. Royal für 7 Beine. Du hast so einen Schaden, Bobby. Okay, der nächste ist. Viele Grüße an Royal für 7, Gowas. Elias, ILIYAS unterstrich offiziell aus Duisburg, Adredis. Und geh mal rein und gucken, was der Bruder hier gemacht hat. Allein. Salü Salam, lang nicht gesehen. Du fragst dich wen? Ich war auf meiner Odyssee. Hab den Kopf hängen lassen wie Orchideen. Doch komm aus dem Schatten wie Karim B. Biber, was eine Frage? Du weißt, ich komm von der Straße. Nach so vielen Jahren verliert doch ein weißes Herz etwas an Farbe. Was wir beide vorhatten, wäre besser nie geschehen. Denn Mama gießt den Vorgarten mit ihren Tränen. Wenn du mich brauchst, schrei ruhig laut, dann bin ich da. Egal was war, du weißt genau. Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Ich schwöre auf alles, Bobby. Hm. Er ist so krass. Echt? Weißt du, was ihn gefickt hat? Ja. Der Typ, der ihn aufgenommen hat, Bruder. Warum? Das ist so ja, schlecht recht, abgemischt, hast du Bruder. Recht, hast du recht. Wenn man das richtig abmischt, gell? Ja. Richtig gut macht, dann wird das ein Hit, dieser Song, Bruder. Ja, ja. Das hat Hitpotenzial, aber es ist so schlecht aufgenommen und abgemischt, Bruder, ja? Der braucht ein Studio, der Bruder, ja? Komm, wir hören mal rein noch was. Ich brauch's, schrei ruhig laut, dann bin ich da, egal was war. Du. Und noch eine Sache, der sieht nach was aus, der Bruder, ja? Ja, Mann, der ja, Mann, ja, süß Mann. Aus, ja, Mann. Du weißt genau, wenn du mich brauchst, dann bin ich da, so wie du damals auch. Digga, ich hab ihn gefeiert. Ja, der war gut, der, ich war, hab ihn safe der war gut. Gefeiert. Da geht aber auf jeden Fall auch noch ja, mehr textlich, finde ich, ne? Ja, ja, safe. Und auch safe. So flow-technisch. Ja. Aber sonst war der stark. Mhm. Ich weiß auch, was der Bruder versucht. Der macht das auch gut da drin. Mhm. Da muss ich nur ein iPhone zulegen. Ja. Wegen iPhone, ich sag euch ehrlich, beste Kamera. Das sah ein bisschen nach Samsung aus. Dann, Bruder, Ulla, hol dir ein iPhone, mach TikToks, mach dein Schnurrbart kurz, ganz eng, so wie eben. Für die Lips ganz schön, du bist ein hübscher Junge, machst du TikToks. Weißt du doch, dann schreiben dir ein paar Lips sicher, ewa, crushed, so. Schöne Musik, Hook-Potenzial. Ewa, läuft schon bestimmt. Kann auf jeden Fall was werden, ja, Mann. Hör auf Onkel Bobby, Walla, du hast... Oder nicht, guck mal, so mit TikTok. Das ist genau so, der passt da rein, weißt ja, du? Also, das geht klar. 100%. Und wer heutzutage sagt, TikTok ist nicht für Rapper und so... Digga, ihr seid noch zurückgeblieben. Sache ist, ich würde nicht mal sagen, dass ich den nicht nehme, Digga. Ich würde den sogar eine Chance geben, glaube ich. Klar, warum nicht? Weil, warum nicht, Bruder? Wenn er ins Studio geht und ich denke, der hat ein gutes Studio und jemand, der wirklich seine Sachen ordentlich macht, der kann richtig gut sein, der Typ. Auf jeden Fall, Bruder. Vielleicht bist du derjenige, der den richtig trainiert da. Ja. Und dann hast du den, weißt du, ich meine, ich kann sein, Bruder. Warum nicht? Volotus Vibes. Vibe. Dankeschön für den frischen Prime, mein Bruder. Vielen, vielen, vielen Dank. Bist du dieser Produzent? Xion, dankeschön für 6. Und Ennis Delarue, dankeschön für 6, mein Schatz. Vielen, vielen, vielen Dank, Ladies, für den Support und für die Unterstützung. Bobby, was sagt man in Bergheim zu krassen Rapper? Zersäger. Zersäger. Bist du Zersäger? Ich bin Zersäger, Bro. Masha'Allah, Maschine, Digga, Allah. Selbsternannter Zersäger. Geil. Nein, Spaß. Aber, why, yo? Okay, jetzt kann interessant gleich werden. Wo sind wir denn gewesen? Hier hatten wir. Ja, hatten wir auch. Jetzt kommt der hier. Na komm schon, jetzt werden Rouladen gegessen. Okay, ja, klar. AZZO 4-mal unterstrich auf Instagram. Azad. Also. Geh mal rein, guck mal nach. Duisburg! Geboren am Block. Kopfschmerzen, Hamdela, guck ich lebe noch, weil viel Blut floss. Die Straße verlangt Sünden, Affu Gott. Brauchst du Gift, lass mal klingeln, ich bin da. Nix zu tun mit dem Teufelsdach, Fula. Hombeko, reit, bin ich Yakuza.
Nimm ein Zug von dem Blatt und du bist benebelt. Bruder, auf der Straße gibt es keine Regeln. Ich bin voll daneben, kenne kein Benehmen. Ein falsches Wort und ich fick dein Leben. Der Kopf in mein Arsch, doch kann nichts vorlegen. Um den Scheiß zu verdauen, muss ich einkleben. Denn der Bastard will, dass ich zugebe. Komm bis links und rechts, AZ ist echt. Für Seel am Arm, geh ich rein mit Flex. Fick den Rest, giftig wie Asbest. Kafakirr, guck, ich liebe Stress. Deine Hau sucht Lauf in Duisburg fest. Kafakirr, guck, ich liebe Stress. Deine Hau sucht Lauf in Duisburg fest. Ja, man merkt auch, Bruder, dass der wieder Mix Master, ne? Studio zu Hause, ja, ja, aber so eine Stimme ist geil, finde ich. Ja, ich denke auch, wieder richtige Ansätze, Bruder. Er ist nicht schlecht oder so. Aber halt diese Studioqualität, wo ich mir denke, Bruder, keine Ahnung, geht auch ein Studio so für 80 Euro, oder? Ja. Bestimmt hat er einen Freund, Bruder, der gesagt hat, Bruder, komm, ich kann dich aufnehmen und so. Und der will dich nicht so enttäuschen, weißt du? Einfach, Bruder, Walla, wir schaffen zusammen und so, Bruder. Ja, aber es ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, Alter. Es reicht noch nicht, Bruder. Weißt du, was krass wäre, wenn er das gemacht hätte in live? Weißt du, ich meine? So Handyvideo und dann live. Safe. Aber ich denke, Bobby, der geht einfach ins Studio und macht den Song für sich selber, Bruder. Kann sein, ja. Und hat er auch probiert so. Ja. Vielleicht. Oder vielleicht schafft er es auch. Ich denke, der soll richtig in ein richtiges Studio gehen. Was kostet das? 100 Euro oder so? 70 Euro. 70 Euro? Wenn du ein lockeres willst. Du brauchst jetzt eine beste Aufnahme. Genau so, aber du nimmst das Geld in die Hand und du machst den Song, wenn du wirklich Rapper werden willst. Der heißt Le Tourist. Boah, mit gefährlicher zwei T Name. Am Ende, ja. Ola, gefährlicher Name. Le Tourist. Ey, oh, alte Schranktürenbeine. Toi tu cours comme Forrest Gump. Reprise de volée comme Benzema. Même ta Rolex te donnera pas l'heure. On vient de loin, remontada. Assume des qu'Italien, Prada, Gucci. Aya Dongi, B, Mario, Luigi. Isminis, Chukta, Mykonos, Santorini. Bon appétit. J'ai les choses un peu en avance. Hatta Bouldoum, son nom d'abalance. Mais Francfort sur la carte de France. Money, Moula, Dinero, Hell, chez Finance. Des cœurs brisés comme le mur du son. Le travail paye, je me demande quand. Une vie, une histoire, c'est pas facile. Toi t'es lost comme un dirty kid. Mon chemin va m'amener où? Connu, je fais confiance qu'à mes couilles. Sana ici, m'koi de Moulin Rouge. Adjelem va. Bruder, ist Französisch oder Türkisch? Gemix, Bruder. Beides. Aber ich spekuliere gerade noch, ob der in Frankreich mich gelebt hat oder ob das so Schulfranzösisch ist. Es hört sich aber so real an. So real. Findest du? Ja, nicht? Du nicht? Geht so, oder? Ich weiß nicht, Bruder. Kommt es dir eher so vor, als ob du Schulfranzösisch bist? So Schulfranzösisch. Okay, krass, krass. Bilirsin, Rendezvous. Adjelem va. Bilirsin. Rendez-vous. Les jaloux on les capte même pas. Notre moulot se coule à Havana. J'aime trop quand tu mets le bandana. Bébé je suis fresh comme Montana. Les jaloux on les capte même pas. C'est bande orange. Bande orange. Orange. Bande Oral B. Ja. Ja Bruder, die Sache ist bei ihm. Kaufst du dir das ab? Ja. Ja. Also zum Beispiel gibt es so einen anderen Rapper, der war auch bei so einer Castingshow, Icon. Bei ihm habe ich es nicht abgekauft, Cousin. Ja. Der hat auch ehrlich schlechtes, also so schlecht Französisch gerappt. Obwohl, zwar vielleicht einfach, weil er scheiße war, weißt du so? Aber ihm kaufe ich das schon eher ab, so. Ja? Ja, du nicht, so? Geht so. Okay. Aber ist auf jeden Fall, geht schon in die richtige Richtung, ne? Ja, du musst ein bisschen böse gucken im Video, Gova. Du musst ein bisschen böse gucken, Gova. Damit du weißt. Der ist ein bisschen verstört, da. Aber... Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, safe, safe. So, safe. Man, weißt du, was ich meine? Da muss Lavona Gintavanna mit, ewa, deine mit Mimik, lass deine Mimik laufen, Gova. Hast keine Gefühle, Gova, du musst doch deine Gefühle laufen lassen. Sound ist geil. Der kommt aus Neu-Isenburg, L.E., Tourist, könnt ihr gerne mal abchecken, mein Bruder. Vielleicht deswegen des Tourist, weil er gar nicht aus Deutschland ist. Kann auch sein, oder? Weißt du? Nee, war okay. Aber da waren keine deutschen Wörter, ne? Nee, da war gar kein deutsches, da war türkisch und französisch. Und zwar von Jula Ding, Bande Orange. Einer schreibt, er war Tourist in Frankreich. Ja, das könnte sogar hinhauen. Wo sind wir denn jetzt? Ja, den haben wir gerade gemacht. Wie fandet ihr das, Leute? Die haben Hammer gesagt, ja? Ihr müsst ein bisschen strenger sein, Dreys. Na, ja, die Ansätze waren geil, auch die Melodie und so. Aber wie gesagt, das... Hier, der nicht. Erste aus Frankfurt, geschnappt. Alter. Aus Frankfurt? Der erste, Ismail Kickdown, komm. Zusammengeschrieben auf Instagram. Wir gehen rein. Kickdown, motherfucker! Aber Frozen, ich meine kein Eisbecher. Wer sagt Mulaga, stech so wie Bud Spencer. Du gehst feiern, meine Jungs lassen paar Kapseln da. Frag mich, wie's mir geht, du musst erstmal deine Schulden zahlen. Parajumper, Drip, rieche nach Tom Ford. Kleine Pikos werden vergessen, so wie mein Passwort. Fahr Pakete nach Bayern, aber blitzschnell. Kickdown, motherfucker, andere Shit, kleiner Misien. Deine Kalb ist ne Kalb, die auf Kalb macht. Ich hab fünf Platz in der Jacke von Belster. Geld machen, Großhandel, Baba Speedbo. Kompis Fuß in Designer, Louis Valentino. Pushkapsel Express, Flex, Fit auf S-Benz. Die sehen's einfach nicht, Bruder, ja. Was denn? So lost, ich hab die ganze Zeit Fullbild gelassen, Digga, ja.
Sorry, Chat. Ich komm für Respekt, Euros und kein Cashback. Press effizient. Digga, sorry, Dreddies, Alter. Wallah, sorry. Was passiert? Die haben es nicht gesehen. Ich hab die ganze Zeit Fullcam gelassen. So, Dreddies. Aber Frozen, ich meine kein Eisbecher. Du sagst Mulaga schlecht, so wie Bud Spencer. Aber meine Meinung wird sich eh nicht zu ihm ändern. Ich habe eine feste Meinung zu ihm, ja? Ja. Du gehst feiern, meine Jungs lassen ein paar Krapseln da. Frag mich, wie's mir geht, du musst erstmal deine Schulden zahlen. Parajumper Drip rieche nach Tom Ford. Deine Pikos werden vergessen, so wie mein Passwort. Fahr Pakete nach Bayern, aber blitzschnell. Kick doch Motherfucker, andere Shit, kleiner Misien. Deine Kalb ist ne Kalb, die auf Kalb macht. Ich hab 5 Platz in der Jacke von Belster. Geld machen, Großhandel, Baba Speedbow. Kopf ist Fuß in Designer, Louis Valentino. Pushkapsel Express, Flex, Fett auf Eisbands. Ich komm, will Respekt, Euros und Press effizient, ich fick Deutschrap sein Arsch, bis die Goldplatte hängt. Ey, schon wieder platzt dein Traum. Guck in den Spiegel, du kannst kein vertrauen. Ich werd behindert, wenn ich wieder Geld brauch. Also steig in den RS, gib ihn Kickdown. Niff, wieder platzt dein Traum. Niff, du kannst kein vertrauen. Guck mal, pro Kontra, gell? Mhm. Erstmal pro. Mhm. Der Typ macht alles richtig, alles. Ja, Mann. Geiles Studio, geiler Sound, Bruder. Ja, ja. Er sieht Video gut geil, aus, alles. Bruder, ja. Genau. Er weiß, wie er wie er sich zeigen muss. Er weiß, Bruder, genau. Alles super, Stimme, alles Baba. Der Kontrapunkt ist deine Lyrik, Bruder, ich kotze, Amenissiki. Wenn du noch gute Reime bringen würdest, ich wäre ein Fan von dir, Bruder. Aber weißt du, bei denen zum Beispiel jetzt, ne? Ich habe das auch jetzt gerade gehört. Da hat ja Valentinus gesagt, Passport auf, was hat er gereimt? Das hat mich schon gestört, dieses Passwort-Line. Ja, Bruder. Dieses irgendwas auf Passport. Aber ich sag dir ehrlich, bei denen ist mir das gar nicht aufgefallen. Bei mir ist 4-5 Mal mein Kopf hat Hänger bekommen. Ja, aber du bist Hänger auch so ein, bekommen, du bist Bruder, dieser lyrischer, ja. Du brauchst, bei dir ist, das geht hart in Herz rein. Ja. Aber zum Beispiel bei mir, so als bisschen lockerer Hörer bisschen, ist mir das gar nicht aufgefallen. Krass. Weil das, die anderen Sachen, die Punkte, die, wie nennt man das, Alter? Das ergänzt sich, weißt du, genau. Was ich meine? Ja, auch verstehe ich. Weißt Für du? Mich ist halt so, ich denk mir, er ist ja auch so gut, ja. Ich denk mir, wenn er das noch hätte, Bruder, ja klar, dann denke ich mir, Bruder, ja, ist das schade, weil so schwer ist es gar nicht so, weißt du? Ja, aber dafür ist ja Rap La Rue da. Genau, du überlegst, du willst auf Passwort reimen. Dann nimmst du nicht das erstbeste Wort, was dir im Kopf kommt, sondern du überlegst einfach 2-3 Mal noch und dann suchst du das noch ein, vielleicht findest du noch einen besseren Reim da drauf, weißt du? Ja, Mann. Und dann, Bruder, ich hätte hier meine Hände geklatscht. So war es auch nicht schlecht, Bruder. Versteh mich nicht falsch. Es war super, wie du dich. Also im Gegensatz zu den anderen, du hast dich super gezeigt, ja? Ja, Mann. Was hast du, Bobby? Auf jeden Fall, Bruder. Kann der hat man sich von seiner besten Seite gezeigt. Safe. Das war auf jeden Fall stark. Der Vibe, der hat den Vibe gut getroffen. Ja. Aber, wie du sagst, halt, das Lyrische, daran kann man arbeiten, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste. Weißt du, Schweine? Aber so. Ja. Wenn der das noch hätte, ist das natürlich. Super, ja. Ja, die Sahne, die Kirsche auf, wie nennt man das? Die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Kirsche auf den alten Schrankgebäude. Genau, auf Schienbein schon. Ich will meinen Jobcenter-Mitarbeiter gerne verprügeln, der Kleine. Nein, wir distanzieren uns davon. Ah, ja. Davon distanzieren wir uns, oder Bobby? Ja, klar, das meinst du nicht so, oder? Nein, niemals. Ich will nur gelbe. Hä? Im RP meinst du das? Im Roleplay. TikTok sportlich. MRT. MRT, Herz testen, ja klar. Weißt du, was RP ist? RP? GTA RP. Jawohl. Oder? Ja, was heißt das, RP? Reptiliengesellschaft. Alle Bobby, Digga. Der Bobby, Walla. Boah, ich werf gleich meine Tasche einfach aufs Fenster auf Strafe. So, FIDELE.7 auf Instagram, check gerne ab. Sadik sein Name. Läuft es auf der Strada ab, was für Schule chillen am Park mit RP heißt Rap La Rue? Warte, Bruder, hola, sorry. Hola, sorry. Roleplay? Hast du Rap La Rue gerade gesagt? Bruder, die haben das da reingeschrieben. Die haben dich verarscht, Cousin. Ja, aber ich lese keine Kommentare. Ach du Scheiße, Bobby, Bruder. Was haben die mit dir gemacht, Cousin? Paragas, wir hatten Spaß, sie sagten, eure Zukunft ist verkackt. Doch ich plane das schon seit klein auf Geld und Musik, das ist mein Traum. Wir wollen keine teuren Autos, nur weg vom Stress und den Chaos. Ich bin von der Strada wie Gaslaternen und mach bald Fluss, so wie Ölkonzerne. Ich verfolge mein Ziel, bis ich sterbe, der Schmied ein Zeichen setzt für meine Willensstärke. Ich komm von dort, wo man nix hat, finden Jungs, der Zehner kommt ins Automat. Denn sie haben keine Hoffnung mehr in den deutschen Staat, denn so liest und stich wie mein Entourage. Der weiß gar nicht, was heißt. Mama fragt sich, was ich mach.
Ich suche Zuflucht in dieser kaputten Gesellschaft. Deshalb siehst du uns meistens nur im Park. Ich schreibe so viele Texte, bis man sagt, Fidel hat's geschafft. Anzug ist Sergio Tacchini, Macher schon seit den Bambinis, tragen Jogger und kein Skinny. Auf der Strada ganzen Tag lang machen Fluss, wir sind Hustler, aber du bleibst nur ein Bastard. Da ist wieder das Problem mit dem Studio. Ja, das auch das. Richtig, hundertprozentig. Aber sonst merkt, ist es geil. Er ist noch ziemlich jung. Ja, ne? Ja, er ist schon 20, glaube ich ihm nicht, Digga. Glaube ich ihm nicht, Digga. Ich fand das aber nicht so schlecht. Nein, ich oder? Fand das auch nicht schlecht. Ich fand es richtig gute Ansätze, Bruder. Ja. Der hat ein Ohr für Musik. Der weiß, ja, was er ja, machen ja. muss, dass es sich gut anhört. Genau. Aber es ist noch nicht, es reicht noch nicht, Bruder, ja? Ja, vielleicht liegt es auch an dem Studio. Es könnte auch sein, tatsächlich. Daran liegt es vielleicht auch, kann wirklich sein. Das ist natürlich sehr schade, weil hätte man vielleicht ein bisschen mehr investiert. Safe. Aber ich denke, er ist noch ziemlich jung, Bruder. Ich wirklich. Meinst du? Ja. Muss man ja. da nicht. Egal, scheiß drauf. Meinst du nicht, Bruder? Ich denke, er ist jung noch, Bruder, ja? Kann sein, doch. Also seine Stimme hat ich angehört. Nee, wegen, so. Was da stand, weißt du, was ich meine? Ja, das ist nicht wahr. Aber kann er, okay. Ja. Er kann einfach angeben, was er da will, weißt du? Armin, dankeschön für den 3. Sinan, dankeschön für den 10. Matt will, mein Bruder, ein 30 Monate, alle. Hat einen Mype Train mit Adrelis. Sergio Tacchini. Das war nicht schlecht. Ja. Ist ein Trainingsanzug, kein Mensch. So, denn. Go was. Der nächste heißt John. Mein Trainingsanzug habe ich von aus Mainz. Aus Romont an der Armor Store. Sein Instagram ist john.tlm und wir gehen rein, Adrelis. Ich bin eine Weile unterwegs, habe leider schon gesehen, dass ein paar Hurensöhne von den Alten leider nichts verstehen. Business, ich und Neiman werden übernehmen, frag nicht nach Feature kleiner. Keine Zeit zum Überlegen, spiel mal weiter mit deinem Playmobil. Liebst du von Yeyutin, doch wer von uns hat bald ein Universal Deal? Hey, und eure Bitches wollen vorbeikommen. Ich habe Weiber auf meinem Bett und du nur auf deinem iPhone. Johnny, warum wollen beide uns nicht gönnen? Logisch, weil sie wissen, dass wir beide es können. Wollen uns featuren auf ihren Alben, warum? Er hat einen Fehler gemacht, Bruder. Was ja? denn? Er hat in der falschen Tonlage gerappt, Cousin. Ja. Sagst du? Ja, für mich war es viel zu hoch. Mein Geschmack hat es nicht getroffen, ja? Ja, kann sein, ich weiß nicht. Aber mein Geschmack auch nicht, das war auch jetzt nicht besonders. Also seine geht Stimme und die Tonlage, die es hört sich, es kommt so eine Frequenz, Bruder, da piept es nur noch. Ja, Ola, das, hab ich auch, das hat wehgetan, Bruder, Ola. Ja. Und ich sag das nicht, weil, vielleicht war es auch zu laut, ich weiß nicht, vielleicht hat es wehgetan wegen dir oder ich weiß es nicht, Bruder, aber weißt du doch Bescheid, musst du einfach Tapeten erwürgen und danach klappt das schon mit der Stimme, Ola. Versuch's wirklich mit Tapeten, Bruder. John. Oder Gardinen ab und zu. Und falls ihr ihn abchecken wollt, john.tlm. Und ja, Dreddys, machen wir den nächsten. Machen wir noch 10 Stück, Bobby, oder? Ja, Mann. Kriegen wir hin, komm. Klar, locker. Es war John hier aus Hohwald. Sein Name ist Marlo mit 2O352. Geh mal rein, 30 Sekunden nur aufgeben. Was willst du sagen? Deine Brüder waren am Boden, ja, und du warst am Laufen. Soll mich doch die Polizei jagen? Glaub nicht, schon meine Jungs werden dich noch packen. Du hast einen großen Fehler gemacht. Wundert dich nicht, wenn der Teufel vor deiner Spar klopft. Eines Tages, ja, da wirst du gepackt. Fresse die Vergangenheit und dich ein, sei drauf gespannt. Du hast einen großen Fehler gemacht. Wundert dich nicht, wenn der Teufel vor deiner Spar klopft. Eines Tages, ja, da wirst du gepackt. Fresse die hat uns nur seine Hook gezeigt, ja? Er wollte nicht mehr zeigen, Bruder. Ja, keine Ahnung. Ich sag dir ehrlich, war jetzt nicht so. Nee, war nicht so überzeugend, Bruder. Ich küsse dein Auge, mein wunderschöner Bruder. Aber es war nicht so überzeugend, Marlo. Dankeschön für deine Bewerbung, Bruder. Checkt ihn gerne ab, wenn ihr ihn supporten wollt, Adrelis. Young Abdel, mein Schatz, dankeschön für 3 Verschenkte. Und Trunks, mein Bruder, dankeschön für den 4. Monat. Also bis jetzt, Bruder, war nur so einer dabei, der mich so überzeugt hat. Bruder, bei mir auch. Ich glaube, die Leute werden mich nach diesem Stream hassen, weißt ja, ne? Aber Bruder, ich habe bis jetzt von wie vielen Leuten habe ich gesagt, okay, dass einer gut war? Darf ich kurz was sagen, Bruder? Ja. Chat, an euch jetzt. Und ich lese nur den Chat. Wollt ihr, dass wir lügen oder wollt ihr, dass wir die Wahrheit sagen, Dreddys? Seid ehrlich. Sollen wir unsere Wahrheit sagen oder sollen wir lügen, Dreddys?
Knallhart. Jeder schreibt Wahrheit, Bruder. Also eins ist Lüge, ja. Zwei ist Wahrheit. Ah, okay. Weißt du? Die wollen, ja, dass wir ehrlich sind, Bruder. Ja, dann, Bruder, was sollen wir da machen? Ich sag dir ehrlich, bis jetzt war auch nur zwei gut oder drei. Ich würde sogar sagen... Aber einer war, ist einer rausgestochen. Hat, genau, einer ist rausgestochen. Zwei, drei waren gut, ja, so, ja, ja, okay, ja, ja, solide. Ja. Aber der Rest war heute, ist ehrlich, keine Ahnung. Ja, da kann man nichts machen, Gurus. Guck mal, ich bin selber jetzt kein Bushido oder was weiß ich. Ich bin auch kein Joel oder... Aber ich sag einfach nur meine Meinung, was ich so für meine Hörer, für meine Ohren empfinde. Ja, wow, ihr wisst schon. Machen wir weiter, vielleicht überzeugt uns der nächste. Ja. Nino-20539 aus Hamburg. Hamburg, Digga. Auf geht's, Nino. Kein Video, nur das da. Dafür muss das aber jetzt knallen. Ich hoffe. Wenn um so wie von Kripos rennen los, hinter Schwierigkeiten, die mit Tanktops. Von Holland kommt paar Kilos. Deine Jungs sind nur Pinocchios. Love wie VL. Gebe Kick und nach Marcel. Du bist Straße, jetzt will ich Fassel. Kriegst einen Schuss, dem einen Schluck für den Bruder M, der jetzt wieder rein muss. Du bist ja nicht Mann genug. Trotz deine Kette von Magnum. Erzählst wie du, hast keine Ahnung. Fossen wie du, haben Angst vor der Quittung. Fossen wie du, geben Richter Infos. Seh den Zivi im VW, lächel, er macht paar Fotos. Bin in meinem Bruder. Es reicht nicht, Cousin. Also, Bruder, ich küsse dein Auge, mein Schatz. Walla, nicht böse gemeint, Bruder. Ich sag dir noch dein Instagram hier, Nino-20539, falls ihr ihn supporten wollt. Aber, Bruder, du schluckst sogar noch Wörter. Also, das dauert definitiv noch, Cousin. Oder? Ja, da geht noch mehr, auf jeden Fall. Safe, Bruder. Also, fair, hart, aber yeah. Fair, Bruder. Fair, ich sag dir die Wahrheit, mich Bruder. Zwar ganze Zeit mit, da geht noch mehr, aber es ist ja so. Was es soll ist ich sagen? Safe, Bruder, safe. Was soll ich andere sagen? Da Al-Medin. Geht ja noch mehr ein bisschen. Rap La Rue, ich küsse Rap La Trü, dass wir die Wahrheit sagen sollen, ne? Ja klar, Rap La Trü, ja klar. Purple, dankeschön für den 29. Dat Panther, dankeschön für den 10. Dennis, dankeschön für den 12. Mein wunderschöner Supporter Dennis, mein Bruder. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir gucken, wer der Nächste ist. Wenn wir so sind, Baba, geht schnell, Bruder, dann. Aber wir müssen ehrlich sein. Ja klar. Ja klar. Hammer. Ronaldo. Hier, jetzt der Nächste ist Ennis. 4-7. Anes, A-N-E-S. Geh mal rein, guck mal uns an, Adrenis. Come on, jetzt mach keine Scheiße, das ist genau mein Style vom Beat, come on. Du weißt doch, Anes schießt wie AK-Z, wir drehen krumme Dinger, kommt von Radar nicht mehr weg. Aber Mama sagt, es ist der Satan, der dich lenkt. Tut mir leid, Mama, hier machen wir alles fürs Geschäft. Leider zu oft in krummen Taten verwickelt. Schau um meine Welt, du siehst nur Straßendelikte. Der Junkie, der da pennt, tut seine Nase vergiftet. Hat seit Tagen auf Essen in seinem Magen verzichtet. Grüne Baggies in den Umhängetaschen. Wir wollen Umsätze machen, Träume umsetzen, Bratte. Wir sind abgefuckt und stechen Ratten lassen. Hunde jetzt zappeln, wer will uns testen lassen? Wir gehen aufs Ganze für den RSQ8. Ja, bis tief in die Nacht wird ein Päckchen verpackt. Habe Hunger in meinem Banks, wird nicht satt. Geblendet vom Schnapp, Brüder enden in Habs. Und so bist du hier viel zu schnell geblendet. Der Teufel ergibt dir ein Versprechen. Komm hier nicht mehr raus, fühl mich wie in Kette. 47 Banks. Also er hat besser gemacht, als ich es erwartet habe, Digga. Bruder, ich habe bei dem Beat schon direkt erkannt, der hat Stil, ne? Mhm. Das war jetzt schon gut, ne? Mhm. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich sag in ein, zwei Jahren, ne? Der wird ich Maschine. Denke auch, in ein, der wird in ein, zwei Jahren Maschine. Also er hat ein Verständnis und er hat einen guten Ansatz. Genau. Der muss an seine Stimme ein bisschen arbeiten. Safe. Der sah jung aus, vielleicht war der nicht in Stimmbruch oder wie das heißt. Ich weiß nicht, aber ich sag dir ehrlich, in ein, zwei Jahren glaube ich, der wird eine richtige Maschine. Ich habe das Gefühl, Govaula. Ja. Dankeschön, Bruder. Mal gucken, ob es reicht. Wir gehen weiter zum nächsten. BU769.offizial. Aus Köln, Alter. Ewa. Machen Schlapp in der City, hören Pack oder Biggie. Du bist krass, Alter, lass mal den Quatsch, kleiner Sibi. Du kackst und machst Pipi, ich sag fast zu meinem Pitti. Leine ab und sie jump, du haust ab wie vor Zivi. Tag und Nacht bin ich busy, in der Stadt bekannt durch Grünes wie Kaktus und Kiwi. Hab schon so viel Tüten verpackt, so wie Lidl und paar andere Sisis mit meinen Achi auf Easy. Esse zum Mittag mal Pasta Panini oder Bratpack Kartoffeln mit Paprika Zwiebeln. Punkte am Drücken sind Sattler am Schieben und du schieb mal weiter auf deine Plastik und Krise. Während ich mein Batzen verdiene, bist du Hasskicks am Schieben, Bruder, lass doch mal diese. Rauche Haschisch und Schiele, fick auf Amphetamine, Bruder, lass lieber diese. Ewa. Der war gut, der war gut. Das am Ende noch sehen. Ja. Boah, das ist der gefährlichste, schnellste Treter der Welt. Das Ulla. Geht leider nicht. Geht das nicht? Nein, das geht schade, leider Ulla. Nicht. Schade, Ulla. Der war gut. Aber
wir hatten ja jemanden schon oder zwei, die auf Oldschool gemacht haben, ne? Ja, ich fand so macht man am das. Besten. So genau. Macht man das. Voilà, genau. Oldschool, so macht ich man das. Ich fand's auch stark. Cool, Digga. Ey, BU, sehr, sehr, sehr stramm. Ich bin stolz auf dich, Bruder. Wallah, ja, ich bin stolz auf dich. Das war ehrlich gut, dafür kriegst du sogar einen Clap von mir, okay, Digga. Okay, voilà. Du bist nicht dein Dumm. Oh, falsch. Auch mit dem Video am Ende, das war gut. Ich küsse dein Auge, vielen, vielen, vielen Dank, BU. Der schnellste Treter der Welt, Eola. Der sah aus wie Olex Sesch aus Köln. Alter, wie Olex aus Köln, Digga. Nee, der war stabil. Der hat mir sehr gut gefallen. Wen haben wir noch? Das war Köln. Jetzt hier. Gova, ich hab gehört, Didier Drogba will zu Rap La Rue kommen. Nochmal? Didier Drogba will zu Rap La Rue kommen, hab ich gehört. Verstehe ich nicht, Cousin. Didier Drogba, Drogba. Didier Drogba, ja, Cousin. Hab ich gehört. Ja? Ja, ja, hat er mir privat erzählt. Aber ich weiß nicht, ob der schon eine Bewerbung angeschickt hat. Also Kevin Hart hat geschickt? Nein, noch nicht, der noch doch, nicht. Der, hat der überlegt gerade, der will vielleicht zu Icon, aber der ach weiß so. Selber ach langsam, so. Der muss zu Rap La Rue wechseln, okay, wegen okay. Verdacht auf Transfermarkt wird langsam zu und die müssen zu Rap La Rue. Ja, der soll kommen, Bruder. Ja, Goba, das ist das Problem. Weil er nicht Ronaldo, komm zu Galatasaray. Ey, Messi will auch nach Saudi-Arabien wechseln. Zu Hilal Marok, ne? Ja. Aus Bergheim. Er hat's jetzt? Voila. Der verdient sogar mehr als Cristiano. Wenn der wechselt? Ja. Ayadi, Punkt. Ich will gerne Messi sein. 99. Du bist doch so reich wie Messi, Cousin. Ja. Junge Negro, habe jeden Cent mit meiner Geld verdient. Auf Straßen gedealt, doch hab nie überlegt, es selbst zu ziehen. Schaue aus den Hochhäusern auf West-Berlin. Feature, schau mir in die Augen, sag ich, Rui Mascapel. Bin eine 10 von 10, deine Bitch will mich sehen. Doch ich hab ihre und fass in die Chantouche. Wir wissen, was heute noch geht, fahr in einem SQP. Ich hab auch auf Weg gesehen, mein Herz ist aus Stahl. Aber lüg, wenn ich sag, es tut nicht weh. Ich lüg, wenn ich sag, hast nie gefehlt. Hauey, schau straight von oben auf Berlin. Habe mit Tara mein Geld verdient. Manchmal fickt's mein Kopf, es wird zu viel. Doch ich hab mich komm, in komm, dieses komm, Leben komm. Schon verliebt. Ah, ich dachte, jetzt kommt ein... ein wilde Schreierei, Govas. Was sagst du? Ich fand das geil, Alter, ja? Ja, das ist nicht genau mein Style, aber ich fand das echt nicht schlecht, Alter. Ich fand, Bobby, du bewerbst mach das, Bruder. Ich fand den auch gut, Digga, ja? Ja, Ola. Auf jeden Fall, Gova, falls du das siehst, ich weiß nicht, wie du heißt, warte ganz kurz, ich gehe hier ganz kurz raus hier von Disney. Man sieht nur dich, oder? Ja, ja, man sieht nur mich jetzt gerade. Der Gova heißt, der Gova kommt aus Berlin, der heißt Ayeta. Also Ayeta, falls du das siehst, mein Bruder, ich habe dir jetzt sofort gerade was klar gemacht. Ich mache dir einen Vertrag klar bei The Weeknd. Komm rüber, du gehst mit The Weeknd in ein Label, damit du Bescheid weißt, Gova. Ab jetzt wird nur noch Englisch gerappt. Das ist das Problem an der ganzen Sache, meine lieben Freunde. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr weiter. Denn ich habe ein großes Problem. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ich fand den seriös, hat eine schöne Stimme gehabt, hat mich ein bisschen an. Walla, ich fand das krass. Ich fand das krass. Ja? Ja, ja, ich fand, der hat gutes Musikverständnis gehabt. Das ist genau nicht dieses Stil, aber du musst das verstehen, was der gemacht hat. Safe, natürlich. Na, Berlin. Du weißt, sie wollen Pep heute wegziehen. Die Junkies hier am Bahnhof von Frankfurt. Ich hab gehört, Boile, müssen gleich die Junkies da abschießen. So, warte mal, wo. Boah. Da machen wir den. Hier, jetzt. Den ich hab Bruder. Einfach ein Haustier. Echt? Ein Falken. Ach, ich dachte, Mo. Jumbo. Punkt, Jumbo unterstrich BKN. Jo, na komm schon. Aus Waldorf, alle. Zeig mal jetzt, Cousin. Aus Waldorf. Ich merk, dass ich den Verstand verliere. Du willst meinen Hack, doch ich sterb dafür. Zu oft geliebt, zu oft vertraut. Ich bin gefallen, ich nahm's in Kauf. Seele ist schwarz, die Herzen vernarbt. Ich warte auf den Tag, dann werde ich bestraft. Ich lebe, ich sterbe und das alleine. Hyänen, die kreisen um meine Leiche. Versuche zu lächeln, doch ich leide. Ja, ich leide, umgeben von meinen Feinden. Es regnet jeden Abend unter Regen und Gewitter. Wir hatten keine Wahl, wir waren noch Kinder. Heute hinter Gittern, Mamas Tränen vom Richter. Jahrelang verpackt, hab's mir selbst verkackt. Ja. Ja. Ich fand, ja.
hat nicht wie so bei den anderen Teilnehmern, oder? Ansätze ja. da, aber, oh, weißt du, ich meine? Genau, so sehe ich auch hundertprozentig. Ansätze waren da, Bruder, man kann was draus machen, aber es hat noch nicht rausgestochen, dass man ey, sagt, sind wir zu streng? Seid mal ehrlich, sind wir zu streng? Nein, Bruder. Nein, ne? Guck mal, die Sache ist... Das ist mein Ich blende wirklich gerade den Stream aus, Bruder. Mhm. Walla, ich wirklich, wie ich privat darüber denke, Bruder. Ja. Weil es bringt nichts, wenn ich hier sitze und sage, ey, Bruder, du bist gut und er ist einfach scheiße, Bruder. Ja. Ansätze sind da, Bruder, aber ich dich noch nicht raus, Bruder. Richtig, ja. Es ist so, Bruder, wirklich. Ja. Nee, mir kommt es nur so vor, wegen. Also, was heißt, mir kommt es vor, wegen. Weil bis jetzt haben wir nur ein, zwei gefunden, weißt du, was ich meine? Aber es ist ja so, Bobby, sonst. Es ist ja die Wahrheit, Bruder. So, jetzt aus Stuttgart, Digga, bin ich gespannt. DRRESHA_. Komm schon. Sag, was hast du gedacht? Ich mach alles umsonst. Ich bin spät in der Nacht auf das kalten Beton. Brüder am Warten, ja, du bist willkommen. Und Mama ist am Beten, dass sie nichts bekommt. Türen gehen auf, wenn wir dich da mal sehen. Mit den Brüdern aus Ghana, du willst mir erzählen. Du willst mir erzählen, du hast alles gesehen. In meinem Block ist es kalt, es ist zu unbequem. Willst du checken bei mir? Komm, Test, Test. Nachtspark mit den Brüdern, macht Tech-Tech. Ja, ein Messer, du sport deine Night-Tech. Ekelhafte Albaner, macht mein Check. Ja, wir wollten hier raus, wollten den anderen zeigen, dass es auch anders geht. Denn wir haben gesehen und wir haben erlebt. Keine Zeit, denn ich muss weitergehen. Ich will zum Den hat er nicht gegönnt. Ich glaube, der zweite war sogar besser, weißt du ja, ne? Für die 9 mm, da guck, wie der reingekommen ist. Oh, fast geleakt, ja. Bruder, bei ihm muss ich sagen, das war für mich leider auch noch nicht, dass ich sage, Bruder, das würde reichen. Ja, das, der hat Wörter verschluckt ja. und so, aber das war schon gut. Paar, ja, finde ich auch. Fuß mit Tech, Tech, komm mal weg, weg. Das war schon. Es war okay. Es war okay. Das war okay. Check den Bruder gerne auf Instagram ab. Der zweite war gut. Ja, Mann, der zweite wieder reingekommen ist, das hat mich echt interessiert, wie es weitergegangen wäre. Ja, voila. Siehst du, für die 9 mm. Jetzt offiziell unterstrich Franjo. Ewa, Franjo. Aus Köln. Die Oder im Plattenbau. Die Welt um mich herum, sie ist zu grau. Der Teufel auf Schulter sagt, bitte vertrau. Wie soll ich vertrauen an mein Handy, die Achter? Wenn mich Bullen packen, die soll die Mama. Nichts bleibt dir gleich um mich rum, nur noch Drama. Wünschte, es wäre nur einmal wie damals. Bin ich auf Jagd oder jagt mich mein Karma? Ich plane einen Coup auf den Geldtransporter und der fährt auf der A3. Ich plane einen Coup in der Jackentasche, immer die Neuner dabei. Ich plane einen Coup, entweder bist du dabei oder du schweigst. Ich plane einen Coup, weil ich es muss und es tut gut, das Leben verflucht. Der hat voll die geile Stimme, ja. Ja, Mann. Ich fand das richtig geil, ne? Der hat zwar ein bisschen zu viele Coups geplant, ja. aber Ola, das war geil, Alter. Hat mich berührt ein bisschen, ja. Ola war gut. Erinnert mich ein bisschen an Suat von Icon, ne? Gib mal Code, Junge. Wir denken 1:1 gleich. Walla, Billa, Bruder. Oder nicht, Bruder. Ich schwör auf meine Mutter. Ich hab auch an Suat gedacht. Walla. Ich fand's auch cool, Digga. Ich sag euch ehrlich. Ich merk mir seinen Namen, Digga. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Ich glaub auch, ich spreche jetzt auch für Sammy. Ich glaub, du kommst in die Top 100. Nein, Spaß. Aber seine Stimme war voll interessant, Bobby, ja? Ja, klar, Bruder, das war geil. Ich hätte gerne sogar mehr gehört von ihm. Ja, Mann. Franjo, super gemacht. Stark, Franjo. So, das war hier. Jetzt hier. Ich plane einen Coup. Ja, guck mal, das, ja, aber das ist das Ding. So. Manchmal, Leute haten das, wenn man zu viel wiederholt, ne? Ja. Aber dann, das bleibt im Endeffekt im Kopf, wenn man das so oft wiederholt auch. Und safe, das will man ja erreichen irgendwo, ne? Gerade in der Hook, wichtig, ja. War das die Hook? Das war die Hook, denke ich. Ich weiß es nicht, Bobby. Die zeigen ja nur so einen ganz kurzen Teil. Ja. MVP.039 aus Magdeburg. Geh mal rein. Mit den Jungs in der Hood, so wie CJ. Wir sind alle im Game. EA, deine Sister hört mein Song Replay. Ich pop zensiert heute E-Day. Meine G's im Geschäft, wie du siehst. Du bist kein Gangster, mir egal, was du ziehst. Kaufst du Rung ab, denn ich vertelle Weed. Eine neue Karte, Nigga, prepaid. Sie finden im Päckchen große Knöll. Deswegen schreiben sie ein Protokoll. Nigga, vermissen das Fans. Weil sogar die von mir Fotos wollen. Die Bitches sind Schlange wie Domino. Setz die Maske auf, so wie Obito. Guck, sie findet mich kurios. Denn ich hab verdeckte Karten Yu-Gi-Oh! Die sind meine Hood, führen den Shit, ich brauch keine Hook. Komm in eure Gegend, verteil paar Hooks, wir ziehen euch ab, eure Wurst kaputt. Street gesetzt, du brauchst viel Stoff und viel Connects. Cash an Tagen, Weed in Packs. Glaub mir, Bruder, nur so fließt das Cash. Versorge die Kunden, Bruder, wir sind alle Top-Boys. Noch bin ich unten, durch kann ich nicht ab, mir wie Touchfloyd. Ich steh nachts auf, du bist nachts noch wach. Sie schreiben und betten jetzt nach Kontakt. Hier, you can, ob du kannst, Schrott machst. Wir attackieren, wenn ich dein Standort hab.
Digga, am Anfang habe ich mir gedacht, was das für eine Scheiße. Ah. Walla, hör okay. zu. Danach habe ich mir gedacht, boah, der Bruder reimt gut. Okay. Die Sache ist, seine Delivery gefällt mir nicht so, aber er war nicht schlecht, Bruder. Er war sogar, ich würde ihm sogar eins, ich würde sagen, bei ihm, wie ich ihn beschreiben würde, Digga, Potenzial ist da, Bruder. Auf jeden Fall. Walla. Ich habe diese Delivery verstanden von denen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wie der das meint. Der hat das auf locker gemacht. Mhm. Weißt du, diese. Seine mal, wie da meine genau. EA. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Diese ja. lockere. Mhm. Ich habe das gecheckt. Also, mhm. die Delivery ist jetzt nicht wirklich schlecht, eigentlich, finde ich. Mhm. Nur das Ding ist, am Anfang fand ich das richtig geil sogar. Mhm. Das wurde nur mit der Zeit danach monoton. Echt? Weißt du, was ich meine? Ich finde. Ende hingegen. Ich konnte nicht mehr. Das war langweilig zuzuhören. Diese vier aber sonst Lines war. Am Anfang fand ich das richtig geil. Mit Oreo, Obito Choreos. Genau. Auch das mit EA und so. Fand genau. ich auch geil. Das fand ich cool, Bruder. Da habe ich mir gedacht, okay. Ja. Der kann schon was, Bruder. Der hat schon Potenzial, der Bruder. Ja. Wie heißt der nochmal? Kurz abchecken, alle. MVP.039. Supportet den Jungen, gibt ihm ein bisschen Liebe. Lass mal ein paar Vapes essen. Ist deine Vape, Goma? Na, natürlich, Cousin. Ich hab sogar ein paar frische. Genau, ein paar neue. Ja, Mann, hau rein, Mann. Cousin. Da war nicht schlecht, Digga. Ich muss mal kurz hier die Subs noch. Leute, ich rauch das eigentlich nicht, aber ich hab wilde Schmacht. Navid, dankeschön für den 8. Bilal, was sagen dankeschön. Die? Wie ist die Abstimmung zu denen? Die sagen, So 50-50? Ja, das so ein Mittelding eher. Okay, ja, ja, okay. Doch, so 50%. So, okay. geht so. Ja. Ich achte jetzt auch auf die Abstimmung, Adrelis. Nee, das hat mich bei denen nur interessiert gerade, weil bei denen war ich mir selber ein bisschen so 50-50. Mhm. Am Anfang fand ich ihn gut, aber wie gesagt, am Ende war der so ein bisschen langweilig. So, mal gucken, ob es für die Top 100 reicht, mein Bruder. Ich weiß gar nicht, wie man das raucht, Kovas, damit ihr Bescheid wisst. Einfach dran ziehen, Bruder, ja. Warum kommt da nichts? Ah, das ist so. Du bist so süß, Digga. Den haben wir schon. Yeah. Snoop Dogg, D.O.W.G. Come on, man. Let's do it. Kennst du das Video, wo Ronaldo mit Lil Wayne chillt? Nee. Kennst du das nicht? Wollen nee. Die chillen da einfach. Lil Wayne nimmt den am Kiffen und so. Der ist ganz rot im Skin. So hier. Traurig, neben dem. West Side, man. Wir machen einfach hier. Komm, das ist mm.exclu. Na komm schon, Johnny. Ich will eine brand new Benz und 100 Kappen, mein Bratte. Das ist Gangship, Bruder, weil wir machen die Patte. Du willst dies oder das? Ja, du bist auf die Katze. Wir machen hier Tijara, Bruder, ja, wala, Amate. Hey. Machen brand new Bands und das so. Immer noch das gleiche Bruder bei uns, gibt nicht auf Co. Taschen sind voll, ich krepp Stacks on the Strada. Machen Geld, fick dein Vater, weil du bist ein Versager, bleiben. Westside so, machen das Geld, Bro. Immer noch das gleiche Bruder, guck mal, du bist kein Grund. Mach dich hier ab, chill mit Brüdern am Platz. Immer noch das gleiche Bruder, tragen 18 Karat. Kopf kaputt auf der Strat, chill immer wieder. Kopf kaputt, Bruder, und ich schreib kranke Lieder. Texte Sativa, rauchen schon wieder. Du bist ja, du weißt, in der West. Westside, fick dein Stundenlohn. Kennst du das? Das ist auch geklaut. Natürlich kenn ich das. Ja. Das ist der Beat sogar von da, Bruder. Ja, ja. Aber ich sag dir ehrlich, ich feier das, Mann. Bruder, soll ich dir ehrlich sagen? Oder ich feier das. Das ist für mich bis jetzt. Aus nix fickt dein Vater. Einfach so, als ich meine, das kommt geil. Für mich bis jetzt der coolste Bewerber überhaupt. Lass mal nochmal. Weißt du warum, bitte. Bruder? Ja. Der freestylt einfach, Cousin. Der zahlt einen Fubi für ein Rap-Turnier. Der macht Kamera an am Bahnhof. Der war voll drauf, Bruder. Ja, der freestylt einfach. Lass mal. Der scheißt einfach auf alles, Digga. Geil, lass mal noch einmal hören. Ich will eine brand new Benz und 100 Kappen, mein Bratte. Das ist Gangshit, Bruder, weil wir machen die Patte. Das Freestyle. Du willst dies oder das? Ja, du bist auf die Katze. Wir machen hier Tijara, Bruder, jawala, Mathe. Hey. Jawala, Mathe. Machen brand new Benz und das so. Immer noch das gleiche, Bruder, bei uns gibt nicht auf Co. Taschen sind voll, ich krepp Stacks on the Strada. Machen Geld, fick dein Vater, weil du bist ein Versager, bleiben. Westside so. Machen das Geld, Bro. Immer noch das gleiche, Bruder. Guck mal, du bist Kellbund. Mach dich hier ab, chill mit Brüdern am Platz. Immer noch das gleiche, Bruder. Tragen 18 Karat. Kopf kaputt auf der Strat. Chill immer wieder. Kopf kaputt, Bruder. Und ich schreib kranke Lieder. Texte Sativa. Rauchen schon wieder. Du bist ja, du weißt. In der West. Westside. Du kleiner mit dem Sohn. Westside. Digga, das ist cool. Jo, was sagst du? Was sagst du? Walla, ich find den richtig nimmst cool. Nimmst du den mit, Digga, oder nicht auf Straße? Weiß ich nicht, Digga. Der kommt mir richtig vor wie so ein richtiger Straßenjunge, Alter. Walla, wie so ein richtiger Blockjunge. So. Weiß ich nicht. Cool, eigentlich Alter. Muss man den nur wegen der
nur wegen dieser Attitüde einfach mitnehmen, gell? Einfach wegen der Attitüde. Ich schwör's dir, Bruder. Normalerweise, weißt du, ich meine, ja, gut, was, guck mal, von der Attitüde, diese ich geb ein Fick Attitüde, nehmt euch da ein Beispiel und von den Texten von Sammy ein Beispiel. So, und dann kann man das alles zusammenführen und dies und das und irgendwo ergibt das dann irgendwas, wisst ihr, was ich meine? Ich schwör's dir. Nein, ja. Aber, voilà, gute Bewerbung, Goba, das hat mich gefreut, gerade dich zu sehen, so. Ich will eine brand new Benz in 100k von mir, Bratte. Der war echt cool, Bruder. Der hat einfach gefreestylt, gekifft, gefreestylt, Digga. Das muss man sich erstmal trauen, Bruder, dann die Bewerbung so einzuschicken. Das heißt schon was, Bruder. Okay, jetzt aus Rosenheim, der Bruder. Sein Name ist L-E-S-S-O, offiziell auf Instagram zusammengeschrieben. Schau in den Spiegel, erkenn mich nicht mehr. Ich hatte keinen Wert, nachts unterwegs nur mit Sonnenbrille, weil ihr Blender mich nervt. 18 Karat um mein Hals und der Hundesohn, rede schon wieder von Bitches und Nack. Saß mit Majors am Tisch, aber hab die Verträge bis heute im Keller im Schrank. Hätte ich was anders gemacht, hätte ich wen anders gekannt, hätte ich wen anders gefragt, bin alleine am Ende mit Pillen im Cup. Will das alles wirklich nie mehr wiedersehen, nachts auf Achse, weil ich nur mit Krisen lebe. Film beim Video drehen, mach paar Kinoszenen, später wird die Bitch mich wiedersehen. Ich geh jetzt rein, denn ich hatte nie eine Wahl. Interessant. Alles war so falsch, du stellst mich so wahr. 10,10k auf der Haut, ja. Nehme sie mit in meine Trap. Tanz mit dir im Bando. Sehe in deinen Augen mein Inferno. Guck mal. Erzähl. Ich weiß nicht, ob das für deine Show reicht, ne? Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich kann dir einen Tipp geben, setz dich mit diesem Fabio in Kontakt und mach dein Lied zusammen. Der unser Fabio, oder? Was sagst du? Radio-Hits. Oder nicht? Wir beiden zusammen, ein Hit, so. Ey, und die müssen sich steigern, weitermachen. Ist safe. Paar Lieder und dann geht's vielleicht ab. Ich sehe auch dieses Steigerungspotenzial dahinter. Auf jeden Fall. Aber ich verstehe, was er macht und ich feiere es eigentlich auch. Mhm. Also es ist jetzt so nicht, dass ich sagen würde, schlecht, aber es ist auch nicht so, dass ich sagen nein, würde, ist auch nicht schlecht. Ist krass. Ja, so lala, so locker. Oh, chillaui, das kann, ich sag dir ehrlich, das könnte laufen bei mir, wenn ich gerade andere Probleme habe und einfach von Seite auf Radio Volumen Ding. 7 einfach genau. Nur. Das genau. Läuft ganz leise im Hintergrund, Telefon, während ich Auto fahre. Ja, so, von ja, Seite. Farid, komm ins Studio. Ja, aber so mäßig, ja. Kennst du doch. Nee, Baba, Lezo, offiziell, check den auf jeden Fall ab, den Bruder. Dreh, das war's.